behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. Und sag Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen, sehr unvorbereiteten Video von Jörg Joggle 66 Stunde der Wahrheit in Zusammenarbeit mit Michael aus der Gegend der niederländischen Grenze, nicht aus der niederländischen Grenze, und Bruder Viktor, unserem Seemann aus Hamburg. Moin, moin. Und wir wollen mal sehen, ob wir hier nebenbei auch noch ein bisschen Bibelstudie machen, das werden wir ganz sicher. Aber der Viktor hat zu Anfang noch ein paar interessante Dinge nachzutragen zur letzten Sendung, die unglaublich wichtig, interessant und ich finde gut war. Also mir hat es sehr gefallen, was wir letztes Mal gemacht haben. Und dann gebe ich das Wort jetzt mal eben an den Viktor. Bitteschön. Moin moin und hallo. Ja, freut mich auch sehr, mit euch wieder zusammen verbunden zu sein für die nächste Studie. Ja, in der Tat ist es so, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen letztes Mal, ging es ja um das um den Kain und das Zeichen des Kains. Wir hatten dann auch noch mal kurz, oder du hattest das angefügt mit Herrscher des Bösen, Kapitel 24. Passt wie die Faust aufs Auge. Daher denke ich auch, ist es an der Stelle absolut sinnvoll, wenn wir da auch in dieses Papier dann einsteigen oder in das Kapitel 24 von Herrscher des Bösen. Wir werden das sicherlich jetzt nicht in Gänze komplett durchnehmen, weil das doch auch einen gewissen Umfang hat, der schon, ja, diese Studie für heute dann doch schon fast sprengen würde. Denke ich, gucken wir aber mal ab so einem gewissen Punkt, wo wir mal, denke ich mal, einsteigen könnten. Und wir sehen dann, wohin es uns treibt, denke ich. Und ja, in der Zwischenzeit lasse ich noch mal kurz Bruder Michael zu Wort kommen, weil er hat ja sicherlich auch vielleicht noch ein paar Dinge vom letzten Mal sich schon notiert und möchte da auch noch mal gerne zu Wort kommen. Moin, moin, Michael. Ja, hallo allerseits. Ich habe zwar nichts mehr vorbereitet von letzte Woche, weil ich meinen Zettel nicht finde. Ich muss mal wieder so neue Ablagekästen hier irgendwie besorgen. Aber macht ja nichts. Ich habe ja mal genug Material auf dem Computer. Aber ich kann einfach nur da einsteigen, wo du mit anfängst. Denn genau zu dem Thema, was du da jetzt eigentlich uns geschickt hast, habe ich dann auch noch so zwei, drei Bilder und ein paar Kommentare zu. Deswegen würde ich mich eigentlich bei dir einklinken und so quasi so den Rettungsfallschirm spielen, dann wenn du halt sagst, Mensch, ich buche mal eben ein Bild. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen, Michael. Ja, eben. Ein Genie beherrscht das Chaos. Also, dann mache ich mal dieses Kapitel 24 auf, ne? Weil das werden wir dann wohl brauchen, oder? Ja, ich denke schon. Also wir werden auch nochmal dann in der Zuge jetzt in der nächsten, ja, weiß ich nicht, halben Stunde, Stunde, sicherlich auch nochmal ein paar Dinge wieder ankratzen, die wir schon mal in der letzten Studie, in der letzten Lesung auch uns vorgenommen haben. Wir sind jetzt ja aufgehört, konkret glaube ich, hatten wir bei Vers 16 in Kapitel 4, ja, erste genau. Buch Mose. Und dort ging es ja letztendlich darum, dass Kain vom Angesicht sich Gott abwendet und aus dem Garten von Eden auch ausgeschlossen wird und sich irgendwo, ich weiß gar nicht, östlich in Nod oder so dann niederlässt. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Ja, genau. Da habe ich gerade gestern eine interessante Entdeckung gemacht. Entschuldigung, muss ich mal eben loswerden.
Ich habe mir die King James Version, höre ich mir jetzt gerne nochmal an, von dem Alexander Scorby, der die liest. Und habe da angefangen im Buch von Joshua, glaube ich. Und irgendwo da habe ich was gelesen, auch mit dem Osten. Und ich glaube, das war da. Ich weiß das, ich kriege das jetzt gar nicht mehr zusammen. Nee, das war gar nicht wahr. Das war in Genesis Kapitel 10 oder 11, wo das steht, über Ham oder über Nimrod da, dass sie da nach Osten gehen. Und da ist eine Übersetzung, die in der Elberfelder. Ach ja, richtig, genau. Deswegen habe ich das. Ich lese so viele Dinge. Entschuldigung, ich komme mal hier und da mal ein bisschen durcheinander. Ich mache das PDF mal kurz auf, dann zeige ich euch, was ich meinte. Das nächste Buch, das, wenn Romanismus und die Reformation vorbei ist, das ich auf Deutsch lesen werde, bin ich eben am Vorbereiten. Und da habe ich gestern die Bibeltexte mir angeschaut, weil die hier in diesem Buch von der Elberfelder sind. Und ich will natürlich keine Elberfelder Bibeltexte, ich will Schlachter 2000 Bibeltexte. Und dabei ist mir dann etwas aufgefallen, nämlich, dass in diesem einen Punkt, das 1. Mose 11, 2, hier, seht ihr im Bild jetzt, ne? Da steht hier, in der Zeit kurz nach der Sintflut begannen die Menschen nach Osten zu ziehen. Also da kommen wir ja noch hin. Das ist hier 1. Mose Kapitel 11. Wir sind ja erst in 4. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinear und ließen sich dort nieder. So sagt die Elberfelder das. Und die Schlachter sagt, und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinear und ließen sich dort nieder. Es ist doch ein Unterschied, ob man von Osten aufbricht oder nach Osten zieht. Nicht wahr? Und das, was die Elberfelder hier sagt, ist der gleiche Text wie in der König-James-Version. Finde ich doch ein wenig merkwürdig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das fiel mir gestern auf. Ja, ihr könnt da gerne euren Kommentar zu geben, ne? Das wollte ich nochmal eben. Ja, ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied, ne? Ja, ne? Ob ich nach Osten gehe oder ob ich von Osten komme. Ein kleiner Unterschied, ne? Ganz, ganz klein, ne? Also da ist die Schlachter mal wieder in einem Fehler. Und komischerweise die Elberfelder, die ja normalerweise basiert ist auf den korrupten alexandrinischen Texten, ist da korrekt. Wie die König James, die das in derselben, im selben Wortlaut sagt. Ja, und was sagt uns das alles zusammen? Das sagt uns alles zusammen, dass Victor die Aufgabe seines Lebens erhält. Der König James ins Deutsche übersetzen. Ja, genau. Ja, aber da ist Victor nicht alleine. Das will Maximilian auch schon machen. Nein, aber das ist wirklich die einzige Lösung zu dem Dilemma, glaube ich. Naja, weiß ich nicht, ob das jetzt gerade die Lösung zu dem Dilemma wäre. Dann würde ich sagen, dann sollten wir alle Hebräisch und Griechisch lernen. Dann können wir die Originaltexte lesen. Also, ich meine, das Gute ist, dass wir vergleichen können, okay? Also hier und ich habe mir gesagt, ich möchte in dieser Lesung die Schlachter 2000 nehmen, deswegen muss ich die ganzen Bibeltexte raussuchen, reinkopieren in das PDF, das ist eine Sauarbeit. Und da habe ich dann schon mal mit angefangen und da fiel mir doch dieser kleine Unterschied auf. Ich dachte, ja, guck mal hier, die Schlachter sagt das wieder ganz anders. Dann gucke ich doch mal nach, wie es in der King James steht. Und siehe, in der King James stand es tatsächlich so wie in der Elberfelder. Das habe ich nun auch echt gesagt, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Und ja, man muss, wir sind in der glücklichen Lage heutzutage, dass wir diese verschiedenen Bibeln haben. Wir haben sie online, wir können sie uns gedruckt besorgen und wir können vergleichen. Und wir können dann, zur Hilfe auch zum Beispiel mit eSort, zum Beispiel dann sehen, was das richtige Wort ist. So, jetzt habe ich eSort schon mal erwähnt, aber noch gar nicht gezeigt, was das ist. Ja gut, ihr kennt das natürlich, ja, ich mache es mal eben auf. Und dann können wir ja mal eben gucken, was denn eSort zu diesem Thema sagt, wie denn das originale Wort im Hebräischen ist. Und in der Zwischenzeit lasse ich mich halt gerne nochmal ans Wort, den ich beinahe abgeschnitten habe. Entschuldigung dafür, Bruder. Ja, also alles gut. Solange wir uns da über irgendwelche Ortsangaben mokieren, ist es ja nur noch die halbe Miete. Denn schlimmer ist, wenn Originalzitate von Gott, Jesus und allen anderen da verfälscht werden. Aber es steht im eSort tatsächlich drin, übersetzt als H6924, East on the East oder Eastward, also Ostwärts sozusagen, ja.
Und das wäre dann ja eine Richtungsangabe nach Osten und nicht von Osten weg. Na ja, gut, was hier als das Wort mit Osten gemeint ist, ist H4480 und H6924. Da geht es um das Wort Kedem, ja, oder Minei oder was auch immer. Nee, Kidmore. Das ist das Wort, was wir eigentlich haben müssen, 4480, weil das bezieht sich auf from. Ja? Das ist properly sozusagen die Präposition, ja, ne? Die Präposition, ja. Das eigentliche Wort, also Osten hier zum Beispiel, ist das hier, ne? The front of Pels, the four part relatively. Nee. Ich beziehe mich jetzt nicht auf 11.2. Ach so, ja, ich aber. Ich hab mich jetzt draufbezogen auf Genesis 4.16, wo wir eigentlich gewesen sind. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist die Richtung, die überhaupt ausgeschlagen wurde oder aufgeschlagen wurde vom Paradies aus, ist Richtung Osten gewesen. Und deswegen ist eigentlich für mich klar, dass das Paradies, deswegen heißt es ja auch jenseits von Eden oder East of Eden, dass das Paradies halt einfach in westlicher Richtung liegt, von dem damaligen Standort von Kains Nachfolgen aus gesehen. Und deswegen eine Richtungsangabe ist, die irgendwo zeigt, dass, ich will auf den Punkt hinaus, dass die Gefolgschaft von Kain, also er selber und seine Nachkommenschaft nach Osten gezogen ist, ist für mich ein ganz, ganz klarer Hinweis, dass genau in Richtung Osten eigentlich die Leute zu suchen sind, die unter der Gefolgschaft Kains gestanden haben und da die großen Städte gegründet haben und eben insofern keine Nomadenvölker unbedingt lange gewesen sind. Und deswegen glaube ich halt, dass es für uns ein guter Hinweis ist, herauszufinden, wo beispielsweise so das biblische Paradies ungefähr gelegen hat und dass wir von da aus halt schauen können, guck mal hier, diese Richtung auswärts ist dann, da gibt es dann halt Stämme, die beispielsweise bis zum heutigen Zeitpunkt öffentliche Satanisten sind oder öffentlich jetzt an der Linie von Kain angehören. Da fällt mir auch ein Stamm ein, da müsste ich jetzt mal eben gucken, wie die genau heißen, in, glaube ich, Pakistan ist das, muss ich mal eben schauen. Ja, also nur den Punkt, auf den ich jetzt eben zurückkommen wollte. Es geht hier um H6924, das Kedem, das beschreibt nämlich den Osten, das sehen wir hier, also in Genesis 11.2 und wir haben das auch in Genesis 4.16, East, 6.9.2.6, das ist ein abgewandeltes Wort davon anscheinend, ist nicht dasselbe. 6.9.4.2 hatte ich gerade eben gesagt, was das hier ist, 6.9.2.6. Also ungefähr dasselbe Wort. Es ist nicht mal dasselbe Wort. Ja? Wobei wir bei uns in unserer Bibel ja lesen, östlich von oder in den Osten. Deswegen ist wahrscheinlich die Verwandtschaft der Worte da. Nein, aber der Punkt, den ich machen wollte, ist ganz einfach. Wenn wir hier also Hebräisch könnten, dann könnten wir sagen von, from, also das von, das ist das Wort mini oder mine. Und das Wort Osten ist das Wort 6924, kaidem. Und darin können wir sehen, was die wirkliche Bedeutung ist. Und wenn wir halt das Hebräische nehmen, dann sehen wir ganz deutlich in der Erklärung hier unten drin stehen, dass das heißt part of, from or out of. Das heißt also von dort kommend. Und das macht eben deutlich, dass in diesem Fall hier die Schlachter mit nach Osten falsch übersetzt ist. Und es ist für mich nun mal ein wahnsinnig großer Unterschied, ob ich aus dem Osten komme oder ob ich in den Osten ziehe. Herkunftsmäßig ist das noch, ich würde sagen, nicht gerade unwichtig. Ne? Und das war der Punkt, um den es mir ging. Und den wollte ich eigentlich nur kurz eben machen, bevor wir mit unserer Studie anfangen. Um mal aufzuzeigen, dass auch die von uns so oft propagierte Schlachterbibel nicht fehlerlos ist, was wir natürlich hier, Viktor und Michael vor allen Dingen, schon wissen, weil wir schon einige Stellen gefunden haben, wo die Schlachterbibel eine etwas unglückliche Übersetzung wählt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ne? Aber kann halt nicht jeder Englisch. Das ist auch wieder so eine Sache. Wobei ich gerade eben eine E-Mail bekommen habe von jemandem, der meinte, dass er gar nicht so gut in Englisch wäre, schon in der Schule damit Probleme hatte, also ich aber trotzdem mal die englische Lesung von Brett und mir angeschaut hat, Cold World Babylon,
und ganz überrascht war, dass aufgrund unserer Art und Weise, wie wir da Englisch sprechen, sowohl ich als auch Brett, dass er das doch ziemlich gut versteht. Sollte vielleicht dann auch mal einigen Leuten vielleicht, ja, du lachst jetzt, du kannst dir gleich mal erklären, warum du lachst, aber das sollte vielleicht einigen Leuten vielleicht auch mal ein bisschen Mut geben, es einfach mal zu versuchen und sich auf die Art und Weise probieren, mal englische Dinge anzueignen. So, jetzt will ich wissen, warum du mich auslachst hier, du Käfer. Du. Ich lach dich nicht aus, ich lach dich an, weil die Leute haben ja noch nicht die Folgen gehört, wo ich mitmache. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe heute noch mit Brett gemailt und habe ihm geschrieben, in welchem Jahrhundert ich denn, oder welchen Jahrzehnt ich dann entbrechen könnte, so ungefähr, wenn die Folgen, wo ich mitwirke, die ja doch so durchaus 30 Folgen oder so sein könnten, wenn die kommen. Und er sagte zu mir, ja, als er meine E-Mail gelesen hat oder so, I fell flat on my face. Also fiel ihm so ein, was er noch alles vor sich hatte. So. Ja, ich hab vor ein paar Tagen noch mit ihm drüber gesprochen, was er nicht alles in der Wartelinie hat, um hochzuladen. Die Videos, die ich mit Daryl Eberhardt gemacht habe, Videos, die wir miteinander mit Daryl Eberhardt gemacht haben, dann unsere Lesung von Albert Closes Buch, wie heißt das jetzt wieder? The Divine Program of the World's History, dann das Buch von James Atkin Wiley, The Great Exodus, und wo wir auch in beiden noch weiterlesen müssen, und. Und dann natürlich unsere ganze Studie der Apostelgeschichte. Das sind ja alles Videos, die hochgeladen werden müssen. Aber gut, lass uns nicht zu weit abschweifen vom Thema, aber für mich war das eben doch mal wichtig, um das zu erwähnen, dass mir da gestern eben bei den Bibelzitaten das aufgefallen ist, dass die Schlachter hier tatsächlich sagt, nach Osten, und dass der originale Text sagt, von Osten. So, jetzt bin ich fertig und jetzt überlasse ich das Wort gerne demjenigen, der weiter was sagen möchte, Michael oder Viktor. Ja, wir können gerne, wenn ihr wollt, dann in das Papier einsteigen, mal so an einigen Stellen. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Es geht ja auch um Marduk. Das können wir vielleicht erstmal auslassen, die erste Seite und auch vielleicht die zweite. Da können wir uns dann vielleicht später nochmal drauf beziehen. Um einfach jetzt am ehesten anzuknüpfen, nochmal vielleicht an die Bibel, würde ich vielleicht sagen, gehen wir so ab Fußnote 4 rein. Ungefähr, oder ab dem Absatz. Wobei das vielleicht auch schon ein bisschen vorweggenommen ist. Ja, das ist jetzt natürlich immer, wenn man nicht so richtig vorbereitet ist, wo man jetzt einsteigt an der Stelle. Ich mache dir mal einen Vorschlag, um den Jörg mal ein bisschen zu entlasten. Ich würde eben mal die deutsche Bibelstelle da mal rezitieren, worum es sich da überhaupt geht. Und dann kannst du ja gerne dieses Papier auflesen, weil ich denke, wir sollten erstmal vielleicht die Bibelstelle als Referenz da nennen. Und die Bibelstelle heißt eigentlich in der Genesis Kapitel 4, Vers 13. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, dass ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und darum geht es um dieses Zeichen, dass der Herr, also Gott, Elohim, der Schöpfer, dem Kain gegeben hat, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und dieses Zeichen wäre jetzt da für die meisten ein sogenanntes Buch mit sieben Siegeln. Und dieses Zeichen ist nicht nur das Zeichen des Kains, sonst wäre es ja für die meisten Menschen irgendwo sehr, ich wollte schon sagen obvious, also sehr deutlich, sehr einleuchtend, ja, sondern es wird eigentlich verschleiert, da kommst du jetzt ins Spiel, indem man es eigentlich heutzutage unter einem anderen Namen kennt. Und das ist eben das Zeichen von Anu. Und da steigt eigentlich auch dein Papier ganz gut ein. Ich habe es mir heute schon mal so ein bisschen durchgelesen, aber jetzt übergebe ich dir gerne das Wort. Ja, wunderbar. Da
ihr auch sicherlich da vielleicht ein bisschen weiter auch schon, ich sag mal, das mehr Vorwissen wahrscheinlich habt als ich, nehme ich jetzt mal an. Ja, war das natürlich vielleicht nochmal ein ganz guter Übergang oder Einleitung von dir, Bruder Michael. Vielen Dank dafür. Ja, ich weiß nicht, was denkt ihr, wollen wir das schon ab dem ersten Satz oder sonst würde ich sagen, geht man ab der ersten Fußnote dann rein. Also, ich kann nur zu sagen, Viktor, ich habe es nicht vorbereitet, ich verlasse mich da ganz auf dich. Und wenn du zum Beispiel sagst, Jörg, liest das und das vor und ich gebe da meine Kommentare, dann tue ich das gerne. Aber ich habe es selbst nicht vorbereitet, von daher enthalte ich mich einer Meinung, wo wir beginnen sollten. Das überlasse ich dir. Ach gut, nee, dann machen wir das einfach so. Ich lese das jetzt einfach erstmal runter bis zur ersten Fußnote. Und wenn ihr bis da noch was dann anzufügen habt, dann tut ihr das. Und dann wäre es dann, ab dann sage ich nochmal Bescheid an dem Punkt, wo es dann eigentlich erst dann jetzt, wo wir dann jetzt auch an der Bibelstelle dann richtig anknüpfen. Dauert es noch einen kleinen Augenblick. Kommen wir aber auch nochmal gleich zu das, was gerade der Bruder Michael aus der Bibel vorgelesen hat. Das war Vers 15 und 16. Da kommen wir dann auch dann nochmal gleich hin. Dann deckt sich das, denke ich, auch nochmal ganz gut. Ja, ich lese jetzt einfach mal, fang mal an mit dem Kapitel 24 aus Herrscher des Bösen. Das fängt an mit einem Zitat, mit einem Gebet von Antichrist Papst Johannes dem 23. aus dem Jahr 1960. Und das ist zitiert aus Vicars of Christ. Ich kenne jetzt nicht genau den Autoren, aber das könnte vielleicht sonst einer, Bruder Jörg hat vielleicht da... Pedro de la Rosa ist das, glaube ich. Alles klar. Das Malzeichen Kains ist auf unsere Stirn geprägt. Über die Jahrhunderte hinweg lag unser Bruder Abel im Blut, welches wir mitsamt vieler Tränen vergossen haben. Dies haben wir verursacht, weil wir deine Liebe vergaßen. Heutzutage leben wir bereits in der neuen Weltordnung. Genau wie die Menschen unter Augustus Caesar. Die neue Weltordnung ist eine gegenwärtige Realität, die es zu erkennen und verstehen gilt, um ihr in einer Weise zu begegnen, die Gott gefällig ist. Es war letztendlich Gott, der die neue Weltordnung begründet hat. Wir können darüber in der Bibel lesen. Tatsächlich ist die Bibel die einzige Aufzeichnung, die uns zur Verfügung steht, die öffentlich und wahrheitsgemäß die Grundlagen der Ursprünge und die Entwicklung dieser Herrschaftsstruktur im Laufe der Zeit darlegt. Die Bibel berichtet über die großen entscheidenden Ereignisse des Fortschritts des menschlichen Lebens bis zum Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Sie berichtet über die Schöpfung der Erde und ihrer Fülle, die Schöpfung von Mann und Frau und ihre Abkehr von Gott, die erste Empfängnis, die erste Geburt, das erste Opfer, den ersten Mord, das erste Mahlzeichen, die erste Stadt, die erste und einzige große Flut, die überlebende Familie und ihre besondere Beziehung im Laufe der Zeit zu Gott. All diese bedeutsamen historischen Ereignisse werden in der Bibel mit einer starken Wahrhaftigkeit dargeboten, die immer, oft zur Überraschung vieler Gelehrter, durch die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen gestützt werden. Die israelischen Autoren der Bibel, die von ihrem Gott Jahwe inspiriert wurden, hatten keinerlei Monopol auf die Berichterstattung dieser Ereignisse. Priester anderer Nationen berichteten ebenfalls von denselben Ereignissen, auch wenn sie dabei diese Berichte geschickt an die vorhandenen administrativen Bedürfnisse angepasst haben. Das Ergebnis ihrer missionarischen Anpassungen ist das, was wir heute als Mythologie kennen. Jetzt könnt ihr vielleicht, wenn ihr noch was mal zwischendurch da einzuwerfen habt, habt ihr nicht? Wunderbar. Ja. Doch. Also erstens habe ich dir ja vorgeschlagen, wenn es für dich zu viel ist, die ganze Zeit zu lesen, dass ich lese, sage ich nur noch mal eben. Kannst du auch gerne machen. Nein, da geht es nicht darum, nur dass du mich bitte richtig verstehst. Nicht, dass du dann sagst, oh, jetzt muss ich die ganze Zeit lesen. Jörg weiß doch, dass ich das nicht so gerne mache. Deswegen sage ich es nur. Nee, missionarische Anpassung. Es ist ja eins der Ehren der früheren Kapitel in diesem Buch, Herrscher des Bösen. Die Videos sind ja inzwischen auch schon lange online, das kann man sich ja anschauen. Mit der missionarischen Anpassung geht es eben darum, dass man das Christentum heidnisiert. Das ist im Grunde missionarische Anpassung. Und deswegen finde ich das sehr interessant gewählt, natürlich von dem Autoren hier, dass er das sagt. Das Ergebnis dieser missionarischen Anpassung ist das, was wir heute als Mythologie kennen. Das ist nämlich das, wovor Gott warnt. Das ist das Mischen des Heiligen mit dem Unheiligen. Das ist der einzige Kommentar, den ich so weit hätte.
Dann fahre ich fort. Jo. Einer der hartnäckigsten Mythen, die auf einem entscheidenden biblischen Ereignis basiert, erklärte den Menschen unter babylonischer Herrschaft an den göttlichen Ursprung ihrer Regierung. Es ist der Mythos von Marduk. So, Marduk, einmal vielleicht kurz, das ist, naja gut, das wird auch gleich nochmal, glaube ich, besser beschrieben, bevor ich das jetzt mit meinen eigenen Worten versuche. Und dann fährt der Autor fort. Der Marduk-Mythos beginnt mit Anu, der Hauptgottheit der babylonischen Mythologie. Jetzt habe ich was gehört. Möchte jemand was dazu sagen? Noch nicht. In dem blickt Anu bestürzt auf die Erde herab und sieht das Land im Chaos versinken, überflutet von Wassern, auf deren Oberfläche sich monströse Schlangen tummeln. Anu spürte, dass Ordnung in dieses Chaos gebracht werden musste und dass diese Aufgabe genau das Richtige für Marduk, den erstgeborenen Sohn der Mondgöttin Ea, wäre. So rief Anu Marduk und bat ihn, der Erde Ordnung zu bringen. Marduk stimmte der Aufgabe unter der Bedingung zu, dass er zu dem Ersten unter den Göttern gemacht würde und dass sein Wort die gleiche Autorität wie das von Anu erhalte. Und da sehen wir da, ich glaube, das ist jetzt so eine Stele, da kommen wir auch gleich nochmal zu, was das ist. Daraufhin akzeptierte Anu Marduks Bedingung und verlieh ihm die Befugnisse und die Insignien, die Zeichen bzw. das Mahlzeichen des Königtums. Damit wurden Marduks Worten und Handlungen die gleiche Autorität wie Anu verliehen. Bewaffnet mit dieser göttlichen Macht stieg Marduk zur Erde hinab und trennte das trockene Land vom Meer. Er hatte die Kontrolle über die monströsen Schlangen und jeder Übeltäter, der dumm genug war, sich ihm entgegenzustellen, wurde vom Zorn Gottes getroffen. Das Ergebnis von Marduks Ordination wurde in der Siegerstele von Naram-Sin dargestellt, die heute im Louvre in Paris ausgestellt ist. Und eine Stele ist ein hoher, freistehender, monolithischer Pfeiler. Stelen dienten oft als Grabmal oder auch als Inschriften oder Grenzstein. Bei den Maya dienten sie meist aus der Herrscher-Apotheose. Vielleicht könnte man von diesen Stelen auch sagen, sind die Obelisken abgeleitet, wenn man sich die Form anschaut? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so eine Art Frühform dieser Götzenanbetung auch. Ne? Mhm. Ich glaube, das kommt ursprünglich auch so aus der griechischen Zeit, ne? Aus dieser griechischen Mythologie. Beziehungsweise ja aus ich bin mir jetzt da nicht so ganz sicher, man kann doch mal sonst selbst nachrecherchieren. Wir lernen ja, dass das hier im Grunde aus der Basis von Babylon kommt. Von Babylon auch kommt, ne? Ja, es ist ja noch ein bisschen älter als Griechenland, ne? Ja, ist noch älter als Griechenland. Auch älter als Ägypten. Und von daher sage ich, weil das halt so, wie man sieht, so ein Pfeiler, der hier oben ein bisschen spitz zuläuft, dass der vielleicht als Muster gegolten hat, weshalb man eben in Ägypten später diese ganzen Obelisken produziert hat, die wir ja heute noch in der Welt sehen. Das ja auch Pfeiler sind, die unten breiter sind als oben. Ist ja logisch, ne? Sonst kann das ja auch nicht vernünftig stehen. Ne? Aber das diese Phallus-Symbole, die das im Grunde darstellen. Du hast die Stelen heute noch auf Friedhöfen. Es gibt auch heute noch genug Steinmetzmeister, die ganz viele Stelen anfertigen. Ah ja. Ich treibe mich nicht so viel auf Friedhöfen rum, deswegen wusste ich das jetzt nicht. Aber es gibt auch Leute, die stehlen, aber... ja. Ich selber war vor ein paar Jahren noch aus persönlichem Bedarf noch bei einem Steinmetzmeister und die verkaufen ganz viele Stelen. Das ist wieder in. Ah ja, dann wissen wir jetzt zumindest, wo das herkommt. Ne? Gibt nichts Neues, genau. Ja, das ist auch sehr interessant in diesem Kapitel. Ich will ja jetzt noch nicht zu weit vorweggreifen, aber ja, da hat natürlich auch vieles von unserer Gesellschaftsstruktur ist damals auch schon abgeleitet worden, ne? Oder von da abgeleitet. Nun gut, das Ergebnis von Marduks Ordination wurde in der Siegerstele von Naram-Sin dargestellt, die heute im Louvre in Paris ausgestellt ist. In diesem sehr alten babylonischen Artefakt wird Anu abgebildet. Wie er Naram-Sin bedeutet Geliebter der Sünde und bezieht sich auf Enoch oder Enosch. Oder ist das Enoch? Ich bin mir jetzt auch.
Ich würde sagen Enoch. Ja, ja. Ist das Enoch? Es gibt zwei verschiedene Enochs. Ne? Es gibt einmal den Enoch oder Henoch, wie er im Deutschen normalerweise heißt, aus der rechten Linie, der von Gott entrückt wurde. Und es gibt den Henoch aus der Kain-Linie und über den geht das hier. Mhm. Ja, das muss ich vielleicht auch nochmal anpassen. Ja, das ist Henoch. Ja, müsste das auch, glaube ich, sein. Das ist auch ein Thema mit dem Henoch, wo wir dann bei dem Vers Henoch irgendwann, wenn wir da hinkommen, auch mal was zu sagen muss. Ja, ganz sicher. Könnt ihr mich ja mal dran erinnern. Wenn ich bis dahin schon so alt bin, dass ich das vergessen habe. wenn ich dann noch dran denke, der ich ja älter bin als du, werde ich das tun. Ja, also ja, nochmal. Fahr mal fort, ja. In diesem sehr alten babylonischen Artefakt wird Anu abgebildet, wie er Naram-Sin, also der Geliebte der Sünde, und das sich dann auf den Henoch bezieht, die Macht über die Menschenmassen und andere Wesen verleiht. Anus Name, eingraviert am oberen Ende der Stele, ist das Keilschriftsymbol für Himmel, das Doppelkreuz. Das wir hier ja sehr gut sehen, ne? Ja. Ja. Marduk trägt das Malzeichen von Anu wie ein Polizist seine Marke. Es macht ihn zu einem Gott. Tatsächlich war die Ikonographie der Ordination der alten babylonischen Nation immer mit diesem Symbol gekennzeichnet. Noch heute, siehe Anhang 50 Jahre des Anu-Malzeichens, ich denke, das können wir uns dann mal aufsparen, noch für Herrscher des Bösen. Also da gehen wir jetzt mal drüber hinweg. Ja, da sehen wir dann, wie das gebraucht wird, zum Beispiel im Supreme Court der United States of America und so weiter, wo das Zeichen von Anu ist. Und das größte Zeichen von Anu, das können wir ja mal eben als Spoiler ein bisschen vorwegnehmen, das größte Anu-Zeichen auf dieser Erde findet man am Petersdom. Ah ja, genau, um den Obelisken, ne? Wenn man da, oder wenn man von oben drauf guckt oder so. Ne? Genau. Genau. Ja. Jetzt gehen wir nicht zu vielen Details. Ja, wir ja, Entschuldigung. Ich möchte ja ganz vergessen, dass wir nicht ganz unter uns sind, dass wir noch ein paar mit zuhören. Ja, stimmt. Also, fahre ich nochmal hier fort. Also, noch heute finden wir es in der Flagge Großbritanniens, die offiziell als die Vereinigung von St. Andrews schottischem Kreuz und St. Georgs englischem Kreuz gilt. Wir finden es in der Dekoration von Regierungsgebäuden, insbesondere in Gerichtssälen. Es bildet das Grundmotiv für einen Großteil der dekorativen Architektur des US Supreme Court Gebäudes. Na, da war es ja schon gerade so ein bisschen auch der Spoiler. Ne? Mhm. Das vermutlich größte Exemplar befindet sich auf dem Petersplatz im Vatikan. Also jetzt glaubst du bitte, ich habe das nicht gelesen. Ich habe da zwar drauf, ich habe das aus Erinnerung gerade eben nochmal gesagt. Ja, und ich habe das Bild hier vom US, vom Sign of Anu hier auf meinem Computer. Und alle Pointen werden gerade systematisch vernichtet. Aber fahr ruhig weiter vor. Im Zentrum des Zeichens ragt der Obelisk empor. Ja, Obelisk hatten wir auch gerade schon irgendwie mal, das kam auch schon zu Wort. Ja, habe ich schon mal gehört heute, ja. Um ihn herum versammeln sich die gläubigen Katholiken, um päpstliche Edikte und Segnungen zu empfangen. Kein Zweifel, es handelt sich um ein sehr altes Symbol, das immer im Dunstkreis von großer Macht und Herrschaft auftaucht. Kann es wirklich sein, dass ein Symbol für so viel Macht nur auf einen Mythos basiert? Oder basiert es vielleicht doch auf einem wahren Kern, aus dem der Mythos hervorging? Ja, dann sehen wir nochmal hier das Bild. Das ist wohl auch, warte mal. Marduk bestraft den Übeltäter Tiamat mit Blitzschlägen. Von einem Relief an den Wänden des Palastes des assyrischen Königs Assur-Nassir-Pal, 9. Jahrhundert in Nimrod. Ich denke mal, vor Christus müsste das dann noch da stehen. Das müsste 9. Vorjahr vor Christus sein, ja. Heute im British Museum. Beachten Sie die sich wiederholende Anu-Signatur im Saum von Marduks Kleidungsstück. Ja, die Sterne, ne? Ja, die ganz klar, ja. Oder das Doppelkreuz. Und die Sichel unter seinem linken Arm. Da ist unter seinem linken Arm so eine Sichel. Enthüllt der Künstler hier auf subtile Weise, dass Marduk einst Bauer war? Ja, da hätte ich aber auch was zu sagen. Oder wie so ein Miraculix aus Asterix und Obelix. Nee, denk doch mal bitte an den Sensenmann. Ja.
ein Synonym für Saturn oder den Sensenmann, also den Tod, ne? Und damit halt derjenige oder das, was den Tod in die Welt gebracht hat, ne? Deswegen würde ich das mal als Symbol sehen, halt für das Ende, dass derjenige, der die Verkörperung des rechten Wesens ist, mit dem Sein, mit dem Keinsmal, da auch Tod bringen kann. Und weil er wird ja nicht dafür bestraft, ne? Er wird nicht dafür bestraft. Er hat halt die Erlaubnis, hier seine Gesetze anzuwenden in dieser Welt. Und er wird halt nicht dafür bestraft. Und mit den Gesetzen, da sind wir halt genau bei diesem Supreme Court. Und das, wenn es halt auch auf dem Petersplatz ist, der eigentlich Paulusplatz, wenn überhaupt, heißen müsste, denn Peter war ja nie in Rom, ist es dann halt auch nur zwangsläufig so, dass demjenigen, der dem Petersplatz gehört, eben nicht zur Rechenschaft zu ziehen ist. Weswegen die Reformation scheitern musste. Aber das waren jetzt ganz, ganz viele so kleine Seitenstiche. Ja, ich gebe mal weiter ans Hauptprogramm. Dann fahren wir fort. Der versierte Bibelleser erkennt im Mythos von Marduk sofort, dass man hier eine missionarische Anpassung am biblischen Bericht von Kain vorgenommen hat und diesen Bericht in einem neuen Mythos hat aufgehen lassen. Ja, wir hatten schon mal eben kurz, ne, vorhin hattest du ja auch angefügt, missionarische Anpassung, ja, Kapitel 2 auch aus Herrscher des Bösen. Mhm. Ja, fahren wir fort. Die beiden Protagonisten sind bemerkenswert ähnlich. Sowohl Kain als auch Marduk waren beide erstgeborene Söhne von Müttern, die fast den gleichen Namen trugen. Marduk, Sohn von Ea. Kain, Sohn von Eva. Beide Erstgeborenen wurden in eine Position versetzt, die sie befähigte, über das Böse zu herrschen. Wenn auch aus verschiedenen Gründen. Marduk aufgrund seines Heldentums, Kain wegen seiner eigenen Bosheit. Das lesen wir dann auch im ersten Buch Mose, im Kapitel 4, Vers 7, wo Gott warnte Kain, dass der Übeltäter an seiner Tür liegen würde, wenn er es nicht gut machen würde. Und zwar lesen wir dann in der Bibel den Vers 7, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Das hatten wir halt letztes Mal ja auch schon besprochen. Und ich denke, jetzt kommen wir ganz gut wieder an die Stelle ran, wo wir der Bruder Michael vorhin einmal ganz kurz mit den Versen 16 und 17 das so eingeleitet hat. Und zwar, damit sie sich aber effektiv unter den Übeltätern bewegen konnten, erhielten beide vom Gott des Himmels ein Schutzsiegel der Immunität. Gott sagte zu Kain, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Das lesen wir in in Vers 15. Da sprach der Herr fürwahr, der zu ihm, ja genau, das ist jetzt nur noch, da sprach der Herr zu ihm, das, was ich gerade vorgelesen habe, was da noch vorweg steht. Ja, an der Stelle, wenn ihr jetzt da noch was habt dazu, ich denke aber, es hat sich an sich der Text so auch ganz gut schon selbst erklärt, aber gerne würde ich sonst nochmal an der Stelle pausieren, wenn ihr noch was habt. Ja, es zeigt mal wieder, dass der Vatikan nicht justiziabel ist, ne? Weil er das Zeichen von Anu besitzt, im Prinzip das Keinsmal, was ja dasselbe dann ist. Und wenn er dieses Zeichen hat, dann ist klar, warum er eben nicht einer normalen Gerichtsbarkeit unterworfen ist. Das ist ja für die Hörer draußen vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend, aber ist halt nur zwangsläufig. Und je tiefer man in die Materie reinkommt, desto logischer und kausaler werden die ganzen Zusammenhänge. Und deswegen kann ich nur sagen, die Welt wird nicht von irgendwelchen Pappfiguren bestimmt, sondern von Menschen, die oder von Dingen, die hinter den Kulissen wirken und die eben über Zeichen und Symbole ausgedrückt werden. Und deswegen sieht man halt einfach die Zugehörigkeit. In dem Moment, wenn ich das Zeichen des
Anu oder das Kainz Mal auf dem Petersplatz habe und gleichzeitig im US Supreme Court. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der US Supreme Court den Vatikan in irgendeiner Art und Weise anklagt? Da arbeiten zwei zusammen und nicht gegeneinander. Ne? Da gehören zwei zusammen. Ja, so viel dazu. Ja, einer Krähe hackt der anderen kein oder pickt der anderen kein Auge aus, ne? So sagt man das auch, ja. Ich finde das schon ganz interessant, die Verlinkung, die gerade Michael hier gelegt hat auf diesen Bibelvers. Für wahr, wer Kain tot schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Mit anderen Worten, wir haben keine, oder die Menschheit hat keine Jurisdiktion über den Vatikan, der das Zeichen des Kain trägt, wie der Papst Johannes der 23. 1960 in seinem Gebet am Anfang dieses Kapitels gesagt hat. Gott ist der Einzige, der Kain totschlagen darf. So einfach ist das. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn wer das Buch Herrscher des Bösen verstehen will, der muss das folgende Kapitel lesen, 25, die zwei Ministerien. Das Ministerium der Verdammnis und das Ministerium des Vergebens. Und deswegen sind wir eben dazu aufgerufen, das Ministerium des Vergebens auszuüben hier auf dieser Erde, weil es uns nicht gegeben ist, diese Übeltäter, wovon kein einer ist, keine Frage, um diese zu richten, um diese zu bestrafen für ihre Taten. Das ist Gott überlassen. Das gibt er einem hier ganz deutlich zu erkennen. Und das ganze Buch Herrscher des Bösen dreht im Grunde darum, den Leuten deutlich zu machen, schaut, wenn ihr zum heiligen Körper Jesu Christi gehört, dann unterstellt euch dieser tyrannischen Form der Regierung, wo ihr könnt, solange ihr treu bleiben könnt an euren Gott. Wenn ihr wählen müsst zwischen eurem Gott und dieser Regierung, dann wählt ihr natürlich Gott, das ist logisch. Aber rebelliert nicht gegen diese ungerechte Regierung, weil auch ist sie ungerecht, sie ist von Gott eingesetzt. Gott hat bewusst dem Kain die Macht gegeben. Warum? Weil ich keinem Gerechten Macht über Ungerechte zu herrschen geben kann. Stellt euch doch mal vor, der amerikanische Präsident... Das ist ja so, als würde das dicke Kind über den Kuchen aufpassen müssen, ne? Genau. Macht den Fuchs zum Aufpasser des Hühnerhauses zum Beispiel. Ne? Auch wieder so eine Parallele. Ja, das geht einfach nicht. Stellt euch doch mal vor, der amerikanische Präsident wäre ein bibelgläubiger, 100% Jesus Christus folgender Christ. Wie könnte der denn seine sündige Nation überhaupt leiten? Das geht doch nicht. Aber ein solcher bibelgläubiger, Jesus folgender Christ kann in dem Land überleben, wenn er sich von der Regierung und von der Welt, in der er lebt, mehr oder weniger lossagt. Und genau das steht in der Bibel. Ne? Wir sind aus dieser Welt, also von dieser Welt, aber wir sollen nicht in dieser Welt leben. Wir sollen uns davon lossagen. Genau das predigt Jesus Christus aus dem Grunde. Ja. Und wir sind ja auch gerade, wenn man jetzt mal chronologisch jetzt mal das verfolgt mit unseren Bibellesungen, wir stehen ja gerade am Anfang, aber wir sind ja schon aus dem Paradies rausgeworfen worden. Also wo sind wir denn jetzt? Ja, im antichristlichen System. Ja, eben. Ne? Genau. Wir sind ja eigentlich da, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Und wenn auch viele sich das schönreden und sich dann tolle Ringe, schön schicke Klamotten, tollen Urlaub und ein schönes Haus kaufen, das sind alles materielle Äußerlichkeiten. Wir sind aber in einer geistig degenerierten Welt. Ja. Ja. Ist aber einfach so. Und das ist halt einfach, der Rauswurf aus dem Paradies ist ja nicht nur unbedingt materiell. Der ist ja nicht nur der Rauswurf aus dem aus der Umgebung, wo quasi Milch und Honig fließen, sondern es ist halt einfach auch weg von der Weisheit und weg von der, ja, von der Unbekümmertheit und weg von dem reinen, guten, positiven, schöpferischen, ja, in eine destruktive, nihilistische und ja, todbringende Umwelt einfach, ja. Vorher mussten wir nicht sterben, jetzt sind wir halt einfach sterblich und das ist auch der Grund, warum die Schlange eben das Versprechen nicht einlösen kann. Ihr werdet sein wie Götter, denn wir sind alle sterblich. Ja. Ach, und schon wieder bin ich am Klagen.
okay. Dann. Aber das sind gute Punkte, die ihr anfügt. Ich habe mir auch immer im Zuge, auch heute, glaube ich, war das, mich auch nochmal so zwischendurch, auch wo ich ja dieses Kapitel ja vorbereitet habe, da ist mir auch aufgefallen, man hätte eigentlich auch diesen Buch auch den Titel noch, oder diesen, wir haben das ja bei Hinter den Diktatoren ja auch gemacht, ne, dieses noch, den Drahtziehern auf der Stiche. Und man hätte dann auch schreiben können, sozusagen Herrscher des Bösen, / die Träger des Malzeichen von Kain oder so, was in der Art, ne? Klar, das ist natürlich in erster Linie nur, können das Leute begreifen, die halt die Bibel gelesen haben. Habe ich eine andere Meinung zu. Ja, ich auch. Ich glaube, das Problem liegt einfach darin, dass alles heutzutage mit Mystik und Mythik erklärt wird und dass das eben genau aus der Linie des Kain kommt, als Methode, um die Bibel zu maskieren, um alle Ereignisse, die da sind, eben auf ganz andere Dinge zurückzuführen und das zu übertünchen. Wie quasi jemand, der ein wertvolles Gemälde hat und nicht möchte, dass das entdeckt wird, der malte einfach ein Bild drüber, wie in einem schlechten Film. Und dieser schlechte Film läuft die ganze Zeit. Das heißt, ursächlich ist ja der erste Mord auf der Welt durch Kain an Abel Ursache für dieses Kainsmal. Aber es wird den Menschen so verkauft, als wenn es jetzt Anu und Marduk und bla 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 und alles ist. Und dabei ist es letzten Endes nur von der Gegenseite, also von Satans Gehilfen, von der Linie von Kain so eingerichtet, damit niemand quasi zur Wahrheit kommt, die Gott und Jesus Christus heißt. Es ist ja nichts anderes als eine ganz große Vertuschung. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die erste Verschwörung ist eben die, die Satan im Himmel mit einem Drittel seiner Engel gegen den allmächtigen Schöpfer geführt hat. Lucifer. Und, Lucifer, ja, den meinte ich jetzt. Okay, danke. Ja, das ist doch letzten Endes die Geschichte, wo es sich die ganze Zeit drum dreht. Und deswegen muss diese ganze Linie, die hier auf der Erde herrscht, ja, in dieser weltlichen Form, in dieser materialistischen Form, eben alles weg von der Schöpfung und von der eigentlichen Schöpfungsgeschichte machen und ihre eigene Geschichte kreieren und erfinden. Das ist der Grund, warum dieses Zeichen von Anu heißt. Und es gibt keinen Anu, es gibt keinen Marduk und es gibt's alles nicht. Mythologie. Es ist das Kainsmal. Ja, eben, es gibt das Kainsmal, aber wenn man es Kainsmal nennen würde, dann würden ja alle direkt, dann würde den Leuten plötzlich der Kronleuchter aufgehen. Ja, wir reden jetzt hier nur die ganze Zeit über das Zeichen von Anu, ja, und damit maskieren wir eigentlich auch wieder den Teufel. Und das ist eigentlich, man muss den Leuten irgendwie da draußen sagen, wenn wir darüber sprechen, sprechen wir deswegen darüber, weil das in dieser Welt so genannt wird, aber es ist das Kainsmal. Es ist nur der euphemistische Titel, damit kein Mensch darauf kommt, dass es eigentlich, dass eigentlich die biblische Geschichte wahr ist und dass in der Bibel die Wahrheit steht und damit die Leute halt einfach nicht zu Jesus Christus kommen sollen. Das ist der Hintergrund dazu. Deswegen gibt es das Gilgamesch-Epos, daher gibt es den Marduk, dafür gibt es jede mögliche Religion, einen anderen Mythos, der nur geschaffen wurde, um eben, damit die Leute eben irgendwo zufrieden sind und sich dann ganz toll damit fühlen und irgendeine Geschichte glauben. Und das ist, wie bei der letzten Geschichte schon oder in der letzten Bibellesung schon gesagt habe, eben von Volksstamm oder von Rasse oder von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich. Es ist immer die gleiche Soße. Es wird irgendeine Lüge erzählt, um die Wahrheit zu überdecken, damit die Leute nicht zur Wahrheit kommen. So. Ja, aber der Tapas Sorsi ist da ja sehr gut drauf eingegangen. Das hat der Victor ja in den ersten paar Seiten gerade eben gelesen. Er hat uns ja gerade eben erklärt, dass das Zeichen von, was uns in dieser Welt als das Zeichen von Marduk und das Zeichen von Anu erklärt wird, dass das eigentlich das Zeichen des Kain ist. Das hat Victor doch ja, wunderbar vorgelesen. Deswegen ist dieses Buch, ja Moment, deswegen ist dieses Buch Herrscher des Bösen kein Kinderbuch. Das will ich mal eben ganz deutlich sagen, weil... Ich verstehe Victor seinen Punkt, wenn er sagt, man sollte da diesen anderen Untertitel gebrauchen, so nach dem Motto, wie hast du das gesagt, irgendwas, was war dein Untertitel? Nein, Victor? Ich sag nur, das könnte man. Ja, was war dein Untertitel? Weil wir, sag ich mal, als Insider sicherlich ja. Jetzt heute unter dieser Fassade, ja, Herrscher des Bösen oder eben, ne, Zeichen des Anu oder was auch immer. Ja, oder, gut, ne, aber genau dasselbe wird ja mit diesem Untertitel auch gesagt, nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Nur ist es eben kein Kinderbuch, es ist ein Buch für Erwachsene. Man muss dann halt mal auch ein bisschen nachdenken, man muss seine zwei Gehirnzellen mal anstrengen, um es zu begreifen. Herrschaftsstrukturen, worüber geht's denn bei Kain? Worüber geht's denn in dem ganzen Buch? Es geht doch darüber, dass Tapasorsi hier erklärt, dass der Gott der Bibel die Herrschaft über die Menschen in dieser Welt den Bösen gegeben hat. Weil der Mensch sowieso gefallen ist.
Und unter diesen Bösen hat er seine Auserwählten. Die sollen aber nicht regieren über die Bösen, sondern die sollen durch diese böse Regierung zu ertragen, beweisen, dass sie doch an Jesus Christus halten. Da geht's doch im Grunde drum. Unser ganzes Leben ist doch nur ein Test. Ja, ganz genau. So habe ich das auch immer gesehen. Sagen, wir sind nur auf in Demut üben. Ne? Ja. Wir sind nur auf Bewährung hier. Und genau. jeder, der in diesem System, mit diesem System Unzucht treibt und dadurch reich wird und Macht hat, ja, treibt Unzucht mit der Hure. Und ist das nicht ist von Gott. Und wird in den Abgrund stürzen, ja. Ja. Deswegen ist das Herrscher des Bösen so ein saumäßig wichtiges Buch. Aber um es richtig zu verstehen, weil wenn man den Verstand dafür nicht hat, wenn man nicht bibelfest ist, dann sollte man die Finger von diesem Buch lassen. Dann begreift man es sowieso nicht. Man muss bibelfest sein darin. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Tapas Sorci gibt uns hier die Erklärung dafür, warum die Herrschaftsstrukturen auf dieser Welt so teuflisch sind, wie sie sind. Nicht nur mit den einfachen Worten, ach, es ist alles das Dominium des Antichristen. Nein, er erklärt von Anfang an, dass die Menschheit mit der Geburt des allerersten Menschen, mit der normalen menschlichen Geburt, nämlich Kain, dem Erstgeborenen, die ganze Menschheit gefallen war zu der Zeit, dass Kain der erste Mensch war, der mit vollständigem Gewissen über Gut und Böse auf diese Welt gesetzt wurde, weil Adam wurde nicht mit Wissen von Gut und Böse auf diese Welt gesetzt und Eva wurde nicht mit dem Wissen von Gut und Böse auf diese Welt gesetzt, sondern sie haben es sich angeeignet, durch auf die Schlange zu hören und Gott zu missachten. Und dieses Buch Herrscher des Bösen gibt uns ganz deutlich die Hinweise darauf, was für ein wunderbares Buch die Bibel überhaupt ist. Und das ist eine Botschaft. Das verstehen die meisten Menschen, die dieses Buch lesen, überhaupt nicht. Nein, weil die in dieser Welt natürlich nur leben und die andere Welt gar nicht kennen oder ignorieren. Oder weil die halbe Blindheit geschlagen ist, wie es halt in der Bibel steht. Ja, oder weil sie ein Buch lesen und nicht verstehen. Ja, eben weil sie mit Blindheit geschlagen sind. Ja. Dann lese ich halt und sehe ich halt nur Wörter, aber ich kann halt keinen kausalen Zusammenhang erstellen und ich begreife die Wörter auch gar nicht. Und wenn ich die Bibel lese und merke, dann kriege ich da schon einen gewissen Redefluss und eine gewisse Gedankenfolge, dann begreife ich die Bibel schon. Aber ich begreife sie heutzutage auch anders als vor 20, 30 Jahren. Aber es geht darum, das immer zu verbinden, dass man halt nie von der Linie abweicht. Und dass ich halt die Geschichten, die wir jetzt hier mit reinbringen, wie mit Anu und Marduk und so weiter und so fort, dass die letzten Endes dann eben Abweichungen sind von der reinen Lehre, um halt die Menschen halt vom Wort Gottes fernzuhalten. Das ist nichts anderes. Genau, das ist es. Denn dasselbe können wir in der Bibel nachlesen, und das tun wir ja auch. Den Ausdruck, den wir jetzt machen, ist ja nur, dass anhand der weltlichen Ereignisse auf diesem Planeten und der Beweise, die wir hier in Form von Symbolen und Machtstrukturen haben, eben zu beweisen. Das ist der Grund, warum wir diesen Ausdruck ja nur machen. Mhm. Ja. Ich hab's beispielsweise noch in einem anderen Video habe ich es noch stehen, wo dieses Zeichen von Anu noch erwähnt wird, meine Güte. Da wird es halt auch ganz gut erwähnt, dass man da jetzt das Zeichen Kains Authority to Rule have been protected by Freemasonry und so weiter und so fort, ja. Und da ist halt auch Anu und gleichzeitig Kain mit drin enthalten, was ich ganz gut finde, weil man halt deswegen dann auch die Sachen mal zusammen vergleichen kann und dann auch sieht, guck mal hier, da sind also diese ganzen Sternsymbole. Und das ist im Supreme Court so und das ist auch in Freimaurertempeln so und so weiter und so fort. Und ich habe heute noch eine Sache gefunden. Es gibt ja keine Dinge, die jetzt so einfach so passieren. Und zwar dieses Bild beispielsweise ist wohl eine Hubschrauberflugaufnahme aus den Nazca-Linien heutzutage in Chile. Und da sehen wir auch vielleicht eine ähnliche Struktur. Ich nennen den Autor des Videos absichtlich nicht, weil der an eine gewisse luziferianische Variante der Frühkreation glaubt. Und für den möchte ich jetzt hier keine Werbung machen. Aber dieses Zeichen... Also Präadamiten mit anderen Worten. Ja, genau. Und, ja, sehr populär letztens, ja.
Ja, klar, ich meine, durch Leute wie Däniken und so, und der ist halt auf die außerirdischen Münzen, da gibt es halt andere Leute, die sehen es dann noch anders, die kennst du auch, die hatten wir auch schon, die uns da irgendetwas erzählen wollten. Aber es geht ja im Eigentlichen nur darum, dass man halt sieht, dass diese Sachen, die da passiert sind, eigentlich überall passieren auf der Welt und nicht jetzt nur im Petersdom, sondern dass diese Sachen halt überall verbreitet sind. Ob es jetzt auf der Flagge von Großbritannien ist, ob es jetzt hier im US Supreme Court ist, ob es jetzt auf dem Petersdom ist. Es sind so die Dinge, die überall gleichzeitig passieren, genau wie in den vielen Kulturen selber auch die Geschichte der Sintflut beispielsweise erwähnt wird. Es sind keine Dinge, die sich jetzt zufällig entwickelt haben, sondern Sachen, die überall passiert sind. Und jeder kriegt da so seine Variante und wir halten uns hier an die Bibel, von der wir halt wissen, dass sie minutiös überliefert ist und deren Beweise wir eigentlich überall sehen. Wir müssen halt nur die Augen aufmachen, aber man ist halt einfach schwer zur Wahrheit zu finden und wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten. Jetzt gebe ich gerne wieder weiter an Viktor oder Jörg. Tja, dann gib mal weiter an den Viktor, ne? Wollte der vielleicht noch weiterlesen aus dem Buch gerade eben, Viktor? Ja, gerne, kann ich machen. Jetzt habt ihr natürlich schon so ein bisschen viel vorweggenommen, aber das macht ja nichts. Ja, Entschuldigung, das ist ja nicht abgesprochen, ne? Wir wollen dir ja nicht die Show stehlen, aber ich finde gerade mit diesem Untertitel, da nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen, ist es ganz wichtig, dass man die Leute eben auch mal ein wenig zum eigenen Denken ansetzt und dass die Leute verstehen, dass dieses Buch Herrscher des Bösen mit einem sehr tiefen biblischen Verständnis geschrieben ist, was sich einem, wenn man es oberflächlich liest, überhaupt nicht eröffnet eigentlich. Von daher, ja, ich stimme dir da absolut zu. Das ist mir heute auf jeden Fall, oder als ich dieses Kapitel durchgearbeitet habe, auch so klar geworden, dass im Grunde genommen, muss ich sagen, dieses Buch Herrscher des Bösen doch eine so, vielleicht nicht im ersten Augenblick, aber doch dann später eine Tiefe einem offenbart, das ist schon, ja, fast schon auf einer Stufe von Remondismus und die Reformation, muss ich auch irgendwo sagen. Ja, zumindest was diesen Aspekt auch angeht. Ne? Gebe ich dir recht. Und das ist auch der Grund, weshalb der Autor, Tapper Saucy, einen sehr plötzlichen, unnatürlichen Tod gestorben ist und warum er von so vielen Leuten angegriffen wird. Ich habe gerade vorgestern noch ein Video bekommen von Brett Norman, der mir ein Video gezeigt hat, oder geschickt hat, glaube ich, das war Brett, über Tapper Saucy, also einer der Rulers of Evil, nicht liest, aber zerreißt da in dem Video. Einer, von dem ich auch schon andere Videos gesehen hatte, der Mensch taugt nichts, aber trotzdem. Eric John Phelps zum Beispiel, der ja Tapper Saucy angeklagt hätte, als ob er ein Jesuiten-Koadjutator wäre. Dabei ist er das selber, Eric John Phelps, das sage ich jetzt ganz offen. Da nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund. Und die hatten einen interessanten E-Mail-Austausch, den ich leider nicht mehr zeigen kann, weil ich hatte die Webseiten gespeichert und die ganzen E-Mails gespeichert als Favoriten auf meinem Browser. Und die ganzen Webseiten sind inzwischen gelöscht und der E-Mail-Verkehr ist gelöscht und nicht mehr auffindbar. Das war ganz interessant, sich das anzuschauen. Also Tapper Saucy wird sehr verleumdet, sage ich jetzt mal. Man probiert, einen Rufmord an seinem Charakter zu machen. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass da ganz viel Wahrheit dahinter steckt, weil dasselbe hat man mit König Jakobus gemacht. König Jakobus wird nachgesagt, er sei ein Homosexueller gewesen, also ein Sodomit, er sei Romanist gewesen und. Das ist alles nur dafür da, um die König-James-Bibel zu diskreditieren. Und mit Tapper Saucy macht man nicht auf demselben Niveau, aber genau das Gleiche, um ihn zu diskreditieren, um dafür zu sorgen, dass die Leute sein Buch nicht lesen. Und komischerweise, ich habe sein Buch in Englisch gelesen 2015, 2016 und damals war es für 20, 30 Euro noch zu bekommen. Inzwischen, wenn man Tapper Saucys Buch online als Buch kaufen will, muss man ganz viel Glück haben, es unter $150 zu bekommen. Irgendwo. Die Preise gehen hoch. Und das ist nicht so, weil das jetzt auf einmal so wahnsinnig viel gefragt ist, sondern weil es entmutigt wird, das Buch zu kaufen. Das ist meine Meinung dazu. Also wir tun heute vielleicht nicht viel Bibelstudie, aber wir tun der Bibel viel Gutes mit dieser Studie, sage ich so mal.
Ja, Viktor, ich gebe es gerne an dich weiter, dass du weiterfahren kannst mit deinen Ausführungen, für die ich dir sehr dankbar bin. Ja, danke. Ich werde dann einfach mal weiterlesen. Der Autor fährt fort in Murdochs Fall, Murdochs Fall oder in Murdochs Übertretung waren die Übeltäter chaotische, mythologische Wesen, die Annos Erde ins Verderben stürzten. Die Übeltäter in Kains Fall waren Menschen, die ihn hätten töten können, da er selbst ein Übeltäter geworden war und zudem obdach- und schutzlos. Die Bibel berichtet uns genau, warum Kain obdachlos wurde. Sein Hof weigerte sich nämlich, seine Ernten einzufahren, da er den Boden mit dem Blut seines Bruders befleckt hatte. Kain erhob sich gegen seinen Bruder Abel und tötete ihn. Die Bibel schweigt sich leider über das Motiv aus, aber es war vermutlich Wut aus blinder Eifersucht. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt jedenfalls keinen biblischen Hinweis darauf, dass Kain Abel gehasst hätte. Was wir aber über ihre Beziehung wissen, ist, dass Kain mit seinem Bruder sprach und ihn danach auf einem Feld ermordete. Das lesen wir im 1. Mose Kapitel 4, Vers 8. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das hatten wir auch noch in der letzten Lesung ausführlich besprochen. Ja, eine kurze Gerne. Einwurf dazu. Es stimmt, dass die Bibel da nichts drüber schreibt. Insofern, ich würde da den Vers aus dem ersten Johannesbrief zitieren. Kapitel 2, Vers 1, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Wenn jetzt Kain der erste Mörder auf der Welt war, der seinen eigenen Bruder sogar, also sein, ja, also jetzt ja, keinen Unbekannten, sondern halt wirklich seinen eigenen Bruder noch umgebracht hat, dann kann er nur ganz einfach unter der Regie des Satans gestanden haben. Ja, dann an ihren Taten sollte er erkennen. Wenn er jetzt rechtschaffen gewesen wäre, was er ja nicht war, dann wäre das letzten Endes in einem vielleicht in einem Streit oder einem Wettbewerb ausgeufert, wer denn das bessere Opfer bringt. Aber in dem Moment, wo er schon von Anfang an sich nicht an die Regeln hält des Blutvergießens und dann auch noch denkt, er würde mit dem Blutvergießen seines Bruders jetzt das toppen sozusagen, dann ist es letzten Endes ein Abfall von Gott und damit dient er der anderen Seite. Und wenn wir nicht wissen, was es ist, dann wissen wir zumindest, was die Früchte seines Tuns gewesen ist. Und seine Tat war halt ein Mord gewesen, der vorher nicht in dieser Welt existiert hat. Und deswegen, wenn ich die Menschen dann an ihren Taten messe, nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten messe, das ist eben das, was ich jedem auch anraten würde, wenn man beispielsweise wissen möchte, ob es dann ehrliche Politiker gibt oder sowas oder ehrliche Schauspieler. Es ist dann direkt schon Gegensatz an sich. Dann schaut man einfach, wie die Menschen sich verhalten und was die Menschen tun. Und das sieht man halt dann. Und deswegen ist er für mich ganz einfach. Da brauche ich jetzt keinen Bibeltext zu. Da brauche ich auch nichts, was die Bibel mir darüber erzählt. Ich weiß genau, seine Tat war ein Mord. Und deswegen ist er von Satan geleitet und verführt worden. Denn er wollte sich nicht nur über Gottes Gesetze hinwegstellen, sondern er wollte vielleicht auch der einzige Sohn sein. Wie auch immer, er hat sich auf jeden Fall versündigt und er hat da den Befehl Gottes missachtet. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, der erste Mörder auf der Welt. Ja, da muss ich jetzt auch noch mal was zu sagen. Gestattest du mir eben, ne? Wir wissen nicht, warum Kain Abel ermordet hat. Doch, das wissen wir ganz genau, wenn wir die Bibel studieren. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass Gott das Opfer von Kain nicht und das Opfer von Abel anerkannt hat. Das Opfer von Kain war kein Opfer, sondern das Opfer von Kain war das Darbieten seiner eigenen Werke. Damit hat er deutlich zu erkennen gegeben, dass er sich selbst retten will. Damit hat er deutlich zu erkennen gegeben, dass er sich selbst zum Gott macht und damit natürlich eben den satanischen Geist in sich hat. Diesen satanischen Geist hat er dann weiterhin zum Ausdruck gebracht, dadurch, dass er seinen Bruder umgebracht hat, was auch noch den folgenden Grund hat, nämlich dass
Wir werden alle von einem Geist geleitet, ob wir das jetzt glauben wollen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht. Und entweder werden wir von einem guten Geist geleitet oder wir werden von einem negativen, einem schlechten Geist geleitet. Kain wurde von einem schlechten Geist geleitet. Dieser schlechte Geist, ich nenne ihn erstmal den Geist Satans, des Teufels, hat ihm gesagt, ey, im vorigen Kapitel in Vers 15 hat der Herr gesagt, ich werde Feindschaft sehen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und ich werde dafür sorgen, dass Gott ein Lügner ist, weil ich werde seine Linie, seinen Samen jetzt töten. Abel war von dem Recht, ja, im Flämischen sagen wir Rechtwardigen, von dem gerechten Samen. Das war Abel. Von dem ungerechten Samen, von dem Samen der Schlange, das war Kain. Und wenn Kain den anderen Samen töten kann, das heißt die Feindschaft umsetzen in Taten, Mord in diesem Fall, dann kann er dafür sorgen, dass Gottes Prophezeiung in Kapitel 3, Vers 15, dass Gott sagt, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen, nicht in Erfüllung geht. Natürlich hat Kain nicht berechnet, dass Adam und Eva noch weitere Kinder haben machen können und dass natürlich eine neue Linie entsteht, nachdem Abel vernichtet wurde. Und da lesen wir dann ja auch später drin, wenn sie ihr drittes Kind bekommen oder ihren dritten Sohn bekommen, ja, Seth, über den wir dann später noch sprechen werden. Also kannst du... Das Motiv von Kain, Abel zu töten, ist einerseits, um sich nochmal als Gott aufzustellen, wie er das mit seinem eigenen Opfer schon probiert hat, Errettung durch mich selber, durch meine eigenen Werke, was ja auch die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist, und andererseits ganz deutlich um die gerechte Linie von Gott, die in Genesis 3, Vers 15 angekündigt wurde, auszulöschen. So, ja. Du wolltest was fragen? Nur das, stopp, bitte mal eben. Ja. Möchte ich einen Kommentar zugeben? Ja, bitte. Ich bin ja derselben Meinung, dass er halt für sich auch den Vorteil daraus gesehen hat, nachher der einzige Nachkomme zu sein. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Aber so weit zu gehen, um zu sagen, das ist genau der Beweggrund, um die Linie auszulöschen, das kann ich nur vermuten. Ich würde nicht so weit hingehen und würde jetzt sagen, es ist so gewesen, dass es das ist. Das ist eine Vermutung und das ist eine berechtigte Vermutung. Da spricht doch einiges für. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich jetzt hingehe und sage, die Schlange ist sozusagen zu Kain gekommen, hat gesagt, willst du nicht sein wie Gott? Ja, dann schaffe deinen Bruder aus dem Weg und dann bist du derjenige, der die Linie fortführt. Das ist zwar wahrscheinlich, aber wir können es nicht beweisen. Na, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Schlange zu Kain gesprochen hat. Du verstehst mich jetzt verkehrt oder interpretierst etwas rein, was ich nicht gesagt habe. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass Kain mehr oder weniger das Werkzeug des Teufels war und in dem Auftrag des Teufels die gerechte Linie, die Gott durch Abel in die Welt gesetzt hat, vernichtet hat. Das habe ich gesagt. Ja, aber das können wir auch nur so aus der Logik heraus vermuten, dass es nicht... Ja, sie waren die einzigen beiden Kinder von Kain und von Adam und Eva in dem Moment. Und wenn ich von Teufel eingegeben kriege, den anderen zu töten, Gott sagt es selbst, ich sehe Feindschaft zwischen euch beiden. Was ist denn, wenn ich meinen Bruder erschlage? Das ist doch ein Zeichen von Feindschaft, oder? Ja, natürlich. Gott natürlich. Hat Feindschaft zwischen den beiden Linien geschaffen und hat dafür gesorgt, dass der Kain den Abel erschlägt. Ja, so ob das jetzt... Er wollte eine Abkürzung nehmen. Ja, anstatt bis zum Kreuz zu warten, sagt er, ich vernichte den gleich hier. Und ja, dann hätte er aber auch konsequent sein, dann hätte er auch konsequent sein müssen, nach der Logik jetzt, und hätte seine Mutter auch umbringen müssen. Ja, man kann es natürlich noch weiterspinnen. Ich wollte es ja nur... ich wollte doch nur mal sagen, wenn Tapasorsi hier schreibt, dass wir im Grunde den Grund nicht wissen, dass je fester wir in der Bibel stehen, wir schon mit einigen Gründen ankommen können. Müssen wir jetzt einen davon rauspicken oder können wir uns mehrere Gründe davon nein, nehmen? Nein, wir müssen gar keinen rauspicken, weil wir halt einfach wissen, dass wir die Menschen an ihren Taten messen können und nicht an ihren Worten. Das ist, genau. Das ist und wir messen keinen an der Tat des Mordes, den er begangen hat und wissen von daher, welcher Geist ihn geleitet hat und wissen, ganz genau, ist. Ganz genau. Jetzt sind wir auf einer Linie. Ja, das sind wir immer. Wir drücken uns doch manchmal ein bisschen dumm aus oder unverständlich aus. Nein, aber das ist der Punkt, den ich hier machen wollte. Ich wollte hier Tapasorsi nur in der Hinsicht kurz ein wenig widersprechen,
weil wir schon, wenn wir bibelfest sind, verstehen können, warum Kain Abel umgebracht hat. Und es gibt ein paar Gründe, die wir gerade eben angeholt haben. Und das macht ja gerade eben diese Bibelstudie so aus, dass wir uns angeregt darüber unterhalten und dass wir jeder sein eigenes Verständnis mit beibringen und dann am Ende doch auf denselben Nenner kommen. So. Ja, Viktor. Ja, nee, fand ich auf jeden Fall interessant, dass man mal den Punkt nochmal da so auch ja, in der Tiefe mal nochmal besprochen hat. Jedenfalls, was ich jetzt nochmal so, oder was, wo ihr jetzt auch schon so, ich sag mal, ja, wie soll man das sagen, intensiv am Diskutieren gewesen seid über diesen Punkt. Ist denn aus eurer Sicht denn der Abel, der Kain, dann hat er denn den seinen Bruder gehasst dann auch? Oder hat er letztendlich die Taten gehasst seines Bruders, weil er das Opfer dargebracht hat, was Gott gefällt? Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen den Menschen zu hassen und seine Tat zu hassen. Ein ganz wichtiger Unterschied. Und dieser Unterschied, der offenbart sich uns, wenn wir die Bibel lesen. Und zwar in, natürlich, wenn sich etwas offenbart, im Buch der Offenbarung. Ne? Warum kann ich dann hier nicht mal Offenbarung vernünftig tippen? So, dann gehen wir mal in das Buch der Offenbarung. Und da gehen wir in Kapitel 2. Und das ist, glaube ich, hier bei Smyrna, ne? Warte mal, ich muss mal eben eine Suchfunktion machen. In Vers 5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße, tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Das ist Jesus Christus, der hier spricht. Viele Leute verstehen diesen Vers verkehrt, weil sie ihn auch mit einem verkehrten Verständnis lesen. Man kann die Bibel nur mit dem richtigen Verständnis lesen und sonst versteht man sie nicht. Das richtige Verständnis ist, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das die kann sich grammatikalisch nur auf die Werke beziehen und nicht auf die Nikolaiten. Weil du hast das, dass du die Werke der Nikolaiten hast. Entschuldigung, jetzt das Wort hassen und haben ist hier drin, ja, aber dieses hab bist du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Dieses aber habest du, ich drück's mal so aus, dann wird es deutlicher zum Verständnis, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das heißt, ich hasse die Werke der Nikolaiten, ich hasse nicht die Nikolaiten selbst. Und das ist der Unterschied zwischen den Heiligen Gottes und den Unheiligen, die diese Welt bevölkern. Die Heiligen Gottes hassen die Werke der Nikolaiten, hassen die Werke der Bösen, stellen diese Werke bloß, das ist ja die Hauptaufgabe meines Ministeriums, Stunde der Wahrheit, und da helft ihr mir ja auch immer bei den verschiedenen Lesungen, diese ganzen falschen Werke anzuprangern und bloßzustellen, und die hassen wir. Aber die Leute, die diese Werke tun, die Menschen, die hassen wir nicht. Weil Jesus Christus hat ja auch zu uns gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Nicht jeder meiner Nächsten ist aber ein Bruder von mir. Trotzdem liebe ich ihn aber. Aber ich muss nicht lieben, was er tut. Ich muss nicht lieben, was er predigt. Ich muss nicht leben, wie er und was er lebt. Das kann ich anklagen, das kann ich hassen. Aber ihn selber muss ich lieben. Das ist ein Unterschied, der ist so wahnsinnig schwer zu machen. Für jeden Menschen. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Um diesen Unterschied festzustellen, ich hasse die Werke der Nikolaiten, aber den Nikolaiten selbst, den Menschen selber, den liebe ich. Warum? Ja, weil der Mensch selber verführt ist durch einen falschen Glauben. Er kann nichts dafür. Es ist der Geist, der ihn beherrscht. Und da kann er nichts für. Wir können nur dankbar sein und in Dankbarheit auf die Knie fallen und den Herrn danken, tagtäglich 24 Stunden, dass er uns einen anderen Geist gegeben hat. Das wollte ich dazu mal eben loswerden. Michael schaut schon wieder mit der Hufe. Ja, das ist ja eben auch, wo Jesus das zweite Gebot nannte.
dass wir unsere Feinde lieben sollten. Denn was hier auf der Erde unser Feind ist, muss nicht unser Feind bleiben. Denn das entscheidet nicht, das entscheiden ja nicht wir. Wir entscheiden ja auch nicht über den Werdegang eines anderen, sondern der wird ja wiederum auch von einem Geist geleitet. Und wir richten ja auch nicht über andere, damit nicht uns über uns gerichtet wird, sondern wir versuchen ja anderen zu helfen. Deswegen lieben wir unsere Feinde und möchten ja am liebsten, dass sie auf den richtigen Pfad zurückkommen, damit sie dann später dann auf den richtigen Weg und halt auch die Herrlichkeit kennenlernen können und das ewige Leben bekommen. Ich meine, was Besseres kann man einem Menschen ja nicht wünschen. Denn in dem Moment, wenn mein Feind erkennt, die Wahrheit erkennt, und die Wahrheit ist Jesus Christus, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, spricht Jesus, die Wahrheit und das Leben. Also ist Jesus Christus die Wahrheit. Wenn jetzt mein Feind die Wahrheit erkennt, kann er nicht mehr mein Feind sein. Und besonders interessant finde ich jetzt hier bei der Geschichte von Kain und Abel noch einen Punkt. Wir sehen ja hier, dass nicht der Mensch, dass der Mensch Kain von Gott selber gerichtet wird. Denn es steht nirgendwo geschrieben, dass sein Vater oder seine Mutter ihn verstoßen hätten, sondern der Herr hat eben dann zu ihm gesprochen. Das war der Punkt, den ich vorher schon gemacht hatte, dass ich sagte, dass eben deswegen auch der Vatikan nicht vom Menschen gerichtet werden kann, sondern es ist Gott, der die richtet. Ja, ja, den Punkt habe ich damals ja schon gemacht, ja. Genau, genau. Und deswegen hat auch die Familie von Kain den Kain nicht gerichtet. Wie hätten sie auch, weil sie diesen Punkt ja noch auch nie gekannt haben. Ja? Sie kannten ja noch keinen Mord. Und deswegen galt wieder die Hierarchie, dass ein Mensch einen anderen gar nicht richten kann, sondern dass ein Mensch selber durch Gott gerichtet wird. Ja, das wollte ich nur kurz dazu beitragen. Tja, dann überlassen wir dem Viktor wieder das Wort, wa? Ja, vielen Dank. Würde ich dem nur zustimmen. Werden wir auch, denke ich, gleich im folgenden Text weiterlesen, wird sich das auch soweit alles bestätigen. Gut, dann würde ich den Satz nochmal wiederholen, beziehungsweise den Punkt, den ich ja auch gerade sagte, oder den Jörg, den du ja nochmal so ausführlich jetzt eingeholt hattest, wäre es dann wahrscheinlich dann der entgegengesetzte Fall, also wenn man weiß, dass sein Gegenüber beseelt ist vom Teufel, dass er auch gegebenenfalls mich auch wirklich hasst und ich jetzt nur meine Taten, weil ich jetzt, sage ich mal, ein bibeltreuer Christ bin oder bibelgläubiger Christ bin. Dass das so der Gegensatz ist, weil wir ja wissen, dass... Ja, wo die Heiligen Jesu Christi die Taten der Nikolaiten, also der Gegenseite, hassen, aber den Menschen selbst lieben, hassen die Nikolaiten oder die vom Geist des Satans geleitet werden, die Menschen. Aus dem einfachen Grunde, das sauge ich mir nicht aus dem Daumen, ne, meine lieben Leute. Satan hasst die Menschheit von Anfang an. Satan geht es darum, die Menschheit zu vernichten, von Anfang an. Deswegen ist ja gerade die Lehre von Jesus Christus so wichtig, der sagt, liebet euren Nächsten wie euch selber. Die Lehre des Satans ist genau umgekehrt. Hasst jeden und bringt ihn um. Genau. Das ist genau das Gegenteil von der biblischen Lehre. Satan hasst die Menschen von Anfang an, weil ihnen das Dominium, also die Regierungsgewalt über diese Erde gegeben wurde, auf die Satan niedergeschmissen wurde, wovon er sich König achtet, wovon die Bibel selbst schreibt, dass er der Gott dieser Welt ist. Ja? Diese Erde wurde ihm gegeben durch seine Taten. Und wir, die Heiligen, müssen nur sehen, dass wir durch die Verführungen des Satans überleben. Lest nochmal Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Ich habe gestern die 20. und letzte Buchlesung gemacht von Mit Gott und den Faschisten und habe auch da mit Epheser 6, 10 bis 18 abgeschlossen. Ein unglaublich wichtiges Stück in der Bibel. Jedes Stück in der Bibel ist wichtig, deswegen machen wir ja diese Studie auch. Auch wenn das heute nicht nach einer Bibelstudie aussieht, ich kann euch sagen, das ist heute die intensivste Bibelstudie, die wir bis jetzt überhaupt gemacht haben, auch wenn die Bibel selber vielleicht qua Versen nicht so viel zur Sprache kommt im Moment. Aber was hier besprochen wird heute, ist also zumindest für mich sehr erhellend, möchte ich mal sagen. Ich gebrauche mit Absicht das Wort erleuchtend nicht, aber erhellend und aufschlussreich, ja. Aufschlussreich, geht mir auch, ja, geht genau, mir auch so. Genau. Ja.
Ja, ich fahre da nochmal fort, vielleicht kriegen wir noch ein paar Sätze hin. Auch werden uns keine Details über den Mord mitgeteilt, nur das kleine Detail, dass es eine blutige Tat war. Das lesen wir in Vers 10. Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Das Blut ist dabei ein wichtiger Hinweis auf das Motiv. Wir wissen, dass Kain zuerst niedergeschlagen und beleidigt war, dann aber wurde er wütend auf Gott, weil er Abels Opfer dem seinigen bevorzugte. Das lesen wir in Vers 5. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Abel, der Hirte, opferte Lämmer aus seiner Herde. Das lesen wir in Vers 2. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Aber Kain, der Bauer, der anscheinend annahm, dass es beim Opfer darum ging, das Beste aus den Früchten seiner Ernte an Gott zurückzugeben, opferte somit Erntegaben. Gott aber beachtete Kains Opfer nicht, während er die Opferdarbringung von Abel schätzte. Das lesen wir in Vers 4. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. An anderer Stelle in der Schrift erfahren wir den Grund. Es handelt sich um ein Prinzip, das für die meisten von uns sehr schwer zu begreifen ist. Das Prinzip ist folgendes: Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und das lesen wir im Buch der Hebräer, Kapitel 9, Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Abel gefiel Gott, weil er Blut vergoss, das Blut von Opfertieren. Und jetzt denke ich mal, habt ihr vielleicht noch mal was dazu zu sagen? Ich lasse Bilder für mich sprechen. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich war gerade in den Text noch vertieft. Oh, dann schau mal, dann siehst du. Ich schau mal eben, ja. Ja. Michael hat da sicher noch was zu sagen. Ja, im Prinzip würde ich da die jetzt habe ich schon wieder englische Sprache drauf, in Past Tense gebrauchen. Ich habe jetzt nur den Satz gerade auf. Ja, genau. Ich kenne das Dilemma, Junge. Ich hab das auch oft. Jetzt mal das Prinzip ohne Blutvergießen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Ja, im Prinzip hat es, da ja Jesus Christus das Lamm Gottes und damit das perfekte Opfer war, gibt es ja kein Blutvergießen mehr. Ja, deswegen ist ja diese ganzen Opfer, die eventuell in der Zukunft noch gebracht werden von irgendwelchen Tempeln und irgendwelchen Anhängern. Das sagt das Bild alles aus, Bruder. Obsolet. Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, also bevor das falsch verstanden wird, ich würde es lieber noch in der Vergangenheitsform haben. Ohne Blutvergießen gab es keine Vergebung der Sünden. Ja. Nein, immer noch gibt, weil das Blut, das Jesus einmal für uns vergossen hat, ist ja immer noch, tut ja immer noch seine Wirkung. Ja, aber es bezieht sich ja im Alten Testament auf die Opfertiere meistens. Ja. Nein, die Zeichnung sagt es ganz deutlich. Die Opfertiere im Alten Testament waren lediglich ein, wie sagt man so schön, ein Schatten der Dinge, die da kommen sollen. Ein Symbol, ja. Ein Symbol für das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Nur, in der Zeit des Alten Testaments hat man da vorausschauend darauf hingewirkt und hat die Opfertiere gebraucht, weil man eben auch noch einen Tempel und alles hatte. Mhm. Diesen Tempel gibt es nicht mehr, dieser Tempel sind wir heute selber. Wir haben direkt nur noch den Glauben, wir brauchen diese Tiere nicht mehr, weil sie mussten auf das Blut von Jesu Christi warten und haben deswegen Lämmer geschlachtet. Wir müssen da nicht mehr drauf warten. Bei uns ist es in der Vergangenheit bereits passiert. Und dieses vergossene Blut von Jesu Christi vor knapp 2000 Jahren rettet uns heute immer noch. Ja, aber deswegen braucht heutzutage nur sein Blut. Ja, aber deswegen braucht heutzutage kein Blut von Opfertieren mehr vergossen zu werden. Nee, deswegen braucht man auch kein Israel und keinen Tempel und keine Opfertiere in dem Tempel. Eben, das wollte ich jetzt
Ich red immer noch ein bisschen hinten rum. Ja, du redest aber um das, den heißen Brei, Junge. Das musst ja, du ich machen. Weiß. Ja, ich will ja keine Leute da draußen erschrecken. Die denken dann nach, oh, wie Blut vergießen und so. Das ist ja eigentlich auch immer ein Grund, warum ganz viele Leute, ganz bekannte Schreiber, auch die ganz bekannte Bücher schreiben. Ich will jetzt keinen nennen, weil sonst würde ich ja wieder Werbung machen für einen, der Millionen Bücher verkauft. Der hat da mal geschrieben, ja, der Gott vom Alten Testament ist so blutrünstig und das kann also nicht der Schöpfergott sein. Ja, ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst, ja. Ne? So nach dem Motto, oh nee, der hat Tiere geopfert, ja, also für die Sünden anderer und so, Menschen, ne? Und was ist das für ein Gott und so weiter. Und so weiter, ne? Und so fort. Genau, da sind wir bestimmt alle auch schon mal drüber gestolpert und fanden das erstmal in sich erstmal eine interessante oder logische sogar Gedankenfolge, bis wir dann halt irgendwann mal im Alten Testament angelangt sind und dann mal den Sinn verstanden haben. Aber deswegen ist halt eben das Abschlachten von Tieren überhaupt nicht mehr notwendig. Und deswegen hat es im Alten Testament eben immer so als Vorläufer des Neuen Testaments gegolten, wenn man beispielsweise an dieses Passover denken, wo ja die Israeliten da ihre Haustür beschmieren sollten mit dem Blut, damit da ihr Haus verschont bliebe. Und das wollte ich ja nur noch mit ansagen, sonst nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, dass es halt heute immer noch nötig ist. Also es ist heutzutage nicht mehr nötig, ein Blutopfer zu bringen, weil Jesus Christus am Kreuz gekreuzigt worden ist. Damit habe ich jetzt auch schon wieder, es ist so kompliziert, ich habe letzte Woche mit dem Zeugen Jehovas gesprochen und dem muss ich auch noch ein bisschen mehr, aber sein Kind hockte daneben und ich kann ja nur schlecht die Autorität des Vaters nur so völlig niederzerdeppern. Ich habe ihn erstmal neugierig gemacht, aber er steht in der Bibel drin, er ist gekreuzigt worden, aber woran er gekreuzigt worden ist, steht da nicht. Also wenn ich sage gekreuzigt worden, bezieht sich das auf die Todesart und nicht auf ein Kreuz jedweder Form. Also es ist unglaublich, wie stark da jetzt tatsächlich der Teufel, der Gott dieser Welt sozusagen, uns versucht, immer das Wort in den Mund rumzudrehen. Und deswegen versuche ich halt immer möglichst genau zu sein, deswegen mache ich auch viele Worte. Gut, aber jetzt mache ich nichts mehr. Ja, gut, schön. Ich denke auch, dass das, was ihr jetzt dazu beigetragen habt, gerade auch noch das Bild, also das sagt schon wirklich alles aus. Ja, dann fahren wir nochmal fort auf der nächsten Seite. Die größte Lehre der Bibel ist, dass die gesamte Menschheit das Todesurteil von der ursprünglichen Übertretung von Gottes Gebot durch Kains Eltern geerbt hat. Du sollst nicht von der Frucht essen. Dieses Urteil kann nicht zurückgenommen werden. Es kann nur durch den Tod selbst, durch den extremen Akt des tödlichen Blutvergießens begnadigt werden. Und im Opfersystem des Alten Bundes hat die Todesstrafe ein reines, makelloses Opfertier als Stellvertreter getragen. Diese Lehre ist das Fundament des Alten Testaments, beziehungsweise wir sagen auch das Gesetz und die Propheten, und der ganze Sinn des Neuen. Im Alten Testament wurde dem Volk Gottes die von Adam ererbte Sündhaftigkeit begnadigt, indem das Blut von Tieren vergossen wurde, wie es Abel auch pflichtbewusst getan hat. Im Neuen Reich wurde dem Volk Gottes diese gleiche Sündhaftigkeit vergeben, indem es genau das tat, was Kain tat, indem es das Blut eines Menschen vergoss. Bis heute werden alle, so steht es geschrieben, die glauben, dass das Blut Jesu Christi die Macht hat, ihre trennenden Sünden zu tilgen und sie mit Gott zu versöhnen. Ja, das ist jetzt eine Kollektion an ein paar Bibelversen, die dazu passend anknüpfen. Würde einer vielleicht mal übernehmen, ich muss mal was trinken gerade. Ich habe mir jetzt doch ein bisschen den Mund fusselig geredet. Danke. Werde ich sofort machen. Ich mache mir das nur ein bisschen fetter die Schrift hier eben, dann kann ich das leichter lesen, also übernehme ich aber gerne für dich. Wir lesen in der Bibel zu der Aussage die folgenden Verse. Matthäus 26, Vers 28, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das sagt er bei dem Geben des Abendmahls. Da ist das rausgenommen. In Apostelgeschichte Kapitel 20, dieselbe Versnummer 28, sagt, Zitat, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde,
in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Römer 3,25 sagt, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Durch den Glauben an sein Blut. Das bringt mich eben nochmal auf ein anderes Bibelzitat. Ich muss ja auch immer meinen eigenen Senf dazugeben, das kann ich ja nicht anders. Gehen wir in das Buch Römer mal rein, und zwar in das erste Kapitel. Und da lesen wir in Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So, und hier haben wir es auch nochmal. Glaube, Glaube, Altes, Neues Testament. Und hier in Römer 3,25 haben wir es auch. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, also Jesus Christus, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Mhm. Möchtest du was sagen, Michael? Ja, und da steht eben nicht drauf, dass der Gerechte durch Opfer leben wird, ne? Sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ja. Ja. Genau, das steht da, ja. Ja, und da steht auch nichts von Sakramenten oder irgendwelchen Werken, die und Hokuspokus, was da einem vorgetrellert werden muss und so weiter. Ne? Ja, dann haben wir es ja endlich verstanden, dass wir nicht durch Werke errettet sind, sondern durch den Glauben, durch die Gnade Gottes. Ja? Genau so simpel ist das eben. Ja? Die römisch-katholische Kirche macht alles so kompliziert und dabei ist alles so einfach. Ja, Epheser Kapitel 1, ja, sag mal. Ja, aber der Mensch kann nur andere Menschen durch Werke erkennen. Der Mensch kann ja den Glauben anderer Menschen nicht erkennen, da dadurch Worte ja fehlgeleitet werden können. Naja, entschuldige bitte, aber dafür sind ja unsere Werke ohne Glauben sind auch tote Werke. Und Glauben ohne Werke ist auch toter Glauben. Steht auch in der Bibel drin. Ja. Ja, also an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Mich erkennen die Leute an meinem Glauben ja eben gerade an den Taten, die ich tue. Ja, natürlich. Aber ich tue die Taten nicht, um gerettet zu werden, sondern ich tue die Taten, weil ich gerettet bin. Wenn ich jetzt keinen Satz mehr sagen kann, ohne unterbrochen zu werden, werde ich jetzt für 5 Minuten schweigen. Ist das ein Versprechen oder eine Drohung? Ja, ich wollte halt einfach nur sagen, nur der Herr kann ins Herz sehen. Und deswegen weiß der Herr auch letzten Endes, ob der Glaube, den wir haben, auch wirklich gerecht ist und an Jesus Christus ist. Wir können den Menschen können Menschen täuschen. Ja, aber du kannst halt einfach den Geist Gottes eben nicht täuschen und dem entgeht da auch nichts und deswegen bringt es auch nichts, wenn Leute sich öffentlich hinstellen und beten, sondern steht ja ganz genau geschrieben, du sollst im stillen Kämmerlein sozusagen dann beten und nicht wie die Heiden öffentlich plappern. Ich kriege jetzt den Bibelvers nicht zusammen, aber mir ist das alles schon klar, mir geht es einfach darum, oder vieles klar, nicht alles, mir geht es darum, dass die Leute da draußen wirklich etwas davon mitnehmen können und dann sagen, Mensch, also klar, es gibt so viele Bibellehrer da draußen, allein schon in den USA, und jeder erzählt eine andere Version, wir halten uns hier an die Bibel und nichts anderem. Und das ist mir immer wichtig, dass wir da immer auf dem schmalen Pfad wandeln. Gut, dann. Ja, den Bibelvers, den du nicht zusammenkriegst, das ist dann Matthäus 6, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Muss ich mal meinem bekannten Zeugen Jehovas sagen, mit den Straßenecken. Moment mal hin. Matthäus, die beten zwar da nicht, aber ist ja schon. Ja, gut, es ist ja nicht nur Straßenecken, es ist ja auch, wie zum Beispiel diese ganzen öffentlichen Gebete. Jemand, der schon YouTube-Videos geschaut hat von Bill Hughes, Walter Veit und all diesen anderen Sieben-Tags-Adventisten und anderen Leuten, die sich da hinstellen und ihre Predigt, zwischen Anführungszeiten, sage ich jetzt mal, anfangen mit dem Gebet. Das ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Ja.
Ich will dich nicht unterbrechen, vielleicht. Nein, ich habe nichts mehr. Ich kann 5 Minuten schweigen. Also. Nein. Es ist alles gut. Ich relax mich hier und lausche den Worten. Ja. Also, Epheser Kapitel 1, Vers 7. Ach, da fällt mir noch was ein. Also, wenn du mich nochmal unterbrichst, dann schweige ich für die nächsten 5 Minuten jetzt. Oh, macht Spaß. Lass das Bild nochmal, bitte. Ich habe da noch einen Gag zu. Ja, okay. Weißt du, was wir an dem Bild erkennen? Ja, jemand, der jetzt so ein bisschen schräg unterwegs ist, der alles anzweifelt, könnte sagen, guck mal da, es gibt keinen Klimawandel, wenn überhaupt wird es kälter. Denn damals sind die Leute so viel leicht bekleideter gewesen als heute. Aha. Ja. Ich wollte einfach nur damit klarstellen, egal wie man jetzt zu dem Karlauer steht, ja, aber es gibt nichts, wo man die Leute wirklich mit überzeugen kann, außer wenn die Leute tatsächlich nur wirklich vom richtigen Geist geleitet werden. Ja, du kannst, ist der Grund, warum, du kannst zig Bibelverse vorlesen, aber wenn der eine nicht vom Geist Gottes geleitet wird, sondern von der Gegenseite, also von der Linie des Kains, dann kannst du dir den Mund fusselig reden. Ja. Und das stimmt. Und das Einzige, was wir da machen können, ist letzten Endes hinzugehen und zu sagen, Jesus hat uns den Weg vorgegeben, ja, liebet eure Feinde. Und dann beten wir für unsere Feinde, denn unter Umständen bleiben unsere Feinde nicht unsere Feinde. Und das ist der größte Sieg, den wir erringen können. Ja, indem wir halt Jesus bitten und sagen, führ doch denjenigen, der ist so vom Weg abgekommen und der ist so in Zweifel oder Leute, die halt total verzweifelt sind und nicht mehr ein- und auswissen und extrem aggressiv ist. Ja, warum beten wir nicht für die? Warum beten wir eigentlich immer nur für die Menschen, die uns am Herz liegen, die uns ähnlich sind? Warum beten wir nicht für diejenigen, die halt vielleicht wirklich Hilfe nötig hätten? Ja, und für alle Leute, die halt dieses Video überhaupt nicht sehen würden, weil die sagen, was ist das denn für alles für ein Gedöns? Ich gucke mir lieber ein Video von irgendeinem YouTube-Musicstar an. Ja, für die Leute, die lieber sich Beauty-Tipps abholen oder so, für die müssen wir erst recht beten. Für die Leute, das sind wirklich die armen Seelen. Die müssen uns halt besonders wichtig sein. Nicht nur die Leute, die wir kennen, sondern die Leute, die es halt wirklich nötig haben. Die unsere, ohne unsere Fürbitten, beziehungsweise ohne die Gnade von Jesus Christus und ohne die Kenntnis der Bibel halt draußen rumirren wie verlorene Schafe. Die tun mir am meisten leid. Der Gesunde braucht keinen Doktor, Michael. Genau, das ist mein Satz. Jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Jetzt schweigst du für 5 Minuten, glaube ich, ne? Ja, ja. Dann lese ich mal weiter. Epheser Kapitel 1, Vers 7. In ihm, Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Es gibt noch ein paar weitere Verse, die auch darüber sprechen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Müsst ihr mal die verschiedenen Verse raussuchen und dann schauen, dass die in vielen modernen Bibeln, wie zum Beispiel der Elberfelder, durch sein Blut gestrichen haben. Hier in Epheser 1,7 steht es in der Elberfelder drin, das weiß ich. Aber es gibt ein paar andere Verse, wo das auch drin steht. Und da steht es in der Elberfelder und anderen modernen, korrupten Bibeln nicht. Aber eben in der Schlachter und eben von daher auch in der König-James-Bibel. Epheser 2,13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Kolosser 1,14, und hier ist es in der Elberfelder, das ist der Vers, den ich meinte, da steht es nicht drin. Kolosser 1,14, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Hebräer 9,12, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Hebräer 9,20, wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Hebräer 10,19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Und Hebräer 13,12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. 1. Petrus 1,2, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. Meine Lieben, dies ist nur ein kleiner Vers. Ich frage euch jetzt mal, alleine schon aufgrund dieser drei Worte in diesem Vers, 1. Petrus 1,2, was macht das mit dem von euch so gerne propagierten freien Willen?
die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Wer A sagt, muss auch B sagen, ne? Also muss ich mal eben ein paar Sprüche hier aufmachen und euch eben anzeigen, wo ihr nachgucken könnt, wie wir hier jetzt gerade im 1. Petrus 1, 2 gelesen haben, wo ich sage, gemäß der Vorsehung Gottes, was macht das mit eurem freien Willen? Ja? Lest bitte in demselben Verständnis auch mal folgende Bibelverse. 2. Thessaloniker 2, Vers 13, Apostelgeschichte 13, Vers 48, Römer Kapitel 9, Verse 14 und 15, Hebräer Kapitel 12, Verse 2 und 1. Peter 1, 2, 3 und 5. Ja, wir hatten jetzt gerade 1. Petrus, Peter ist das Englisch hier, 1. Petrus 1, 2, aber dann auch weiter 3 und 5. Und dann überlegt euch mal, ob es wirklich einen freien Willen gibt oder nicht. Ja, die Antwort kann ich euch hier natürlich sagen, aber ihr sollt ja auch eure eigenen Nachforschungen anstellen. Lesen wir weiter. 1. Petrus 1, 19. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Offenbarung 1, 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Offenbarung 7, 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und abschließend tun wir mit Offenbarung 12, Vers 11, Zitat. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt. Bis in den Tod. Und damit gebe ich dann zurück an Viktor, um, ich würde sagen, zu einem Abschluss zu kommen. Wir sind hier ja, auch am Ende. Auch. Wir sind hier auch am Ende eines Absatzes, nicht wahr? Ja, ich denke. Den letzten Satz eben vielleicht noch und dann machen wir einen Schluss hier, weil wir sind ja schon fast auf 2 Stunden inzwischen. Lies nochmal eben den letzten Satz weiter und der dann letzte Satz, genau. Und frei von Sünde und frei von Sünde wird ihr Urteil der ewigen Trennung von Gott aufgehoben und ihnen wird das ewige Leben im Himmel geschenkt. Das lesen wir in Epheser 2,6 und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ja, ich fand das auch gerade nochmal so schön, diese Bibel, diese Ansammlung von den Versen, wo er auch zu den verschiedenen Völkern, ne, den Ephesern, den Kolossern und zu denen da alles auch gesprochen wird, der neue Bund, der dann geschlossen ist, fand ich auch nochmal sehr interessant, da so diese Ansammlung passend, treffend, ja, zu dem auch, ja, bereits dann auch Gesagten. Ja, an meiner Stelle, ich habe jetzt soweit jetzt nichts weiter zu sagen, außer ja, wow, ich denke auch an der Stelle war das eine Studie mit sehr viel Tiefgang, mit sehr viel, ja, Dingen, die einem auch besseres, ja, auf einmal Verständnis mir zumindest persönlich gegeben hat, auch aufschlussreich gewirkt hat, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe auch noch ein paar Dinge, die sind jetzt, kommen jetzt so noch gar nicht weiter zum Zuge, aber darüber werden wir uns dann das nächste Mal weiter mit befassen. Ja, wie wir auch, wie ihr seht oder auch dann deine Zuhörer zu sehr, es ist sehr, sehr ein sehr interessantes, finde ich, und sehr komplexes Materie, mit der wir uns hier beschäftigen. Ja, so ist die Wahrheit nun mal. Sie ist an sich sehr komplex, aber nicht unbedingt kompliziert. Man muss sich halt die Zeit nehmen und ja, dann auch darauf einlassen. Und ja,
an der Stelle würde ich mich wieder freuen, wenn wir uns dann in Zukunft oder nächste Woche wieder zusammen uns auf die Bibel einlassen und zusammenfinden. Und ja, damit schließe ich dann ab und freue mich dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke dir, Viktor. Und da die 5 Minuten jetzt vorbei sind, gebe ich Michael jetzt noch das Schlusswort zu dieser Sendung von heute. Dankeschön. Dafür hätte ich gerne noch mal das Bild. Nein. Ja. Ich weiß ja, warum ich mich eben so etwas lächerlich über dieses Bild ausgelassen habe. Das ist mir gerade auch klar geworden, weil wir haben, glaube ich, doch ein bisschen zu viel katholischen Sauerteig irgendwie gerade drin. Denn Jesus am Kreuz beten wir so gar nicht an, oder? 2. Gebot. Und ich bete auch nicht mit geschlossenen Händen. Und zudem in der Bibel, im Kapitel, also gibt es mehrere Kapitel, aber... Hier sind geöffnete Hände, hier sind geschlossene Hände. Ja, genau. Und es wird auch nicht Jesus am Kreuz angebetet, sondern Jesus hat am Kreuz sein Blut vergossen. Es wird das Blut gebraucht als Weg der Erlösung, der von Gott niemals sich verändert, weder im Alten noch im Neuen Testament. Das ist der Punkt. Mhm. Man kann natürlich, Entschuldigung, dass ich dich hier mal eben jetzt echt unterbrechen muss, man kann natürlich auch den Fehler machen und kann in solche Bilder so viel reininterpretieren, dass die wahre Botschaft davon verloren geht. Ja, ich sehe halt einfach Jesus am Kreuz nicht gerne, weil das für mich ein typisches Beispiel von Katholizismus ist. Ja, gut, ich auch nicht, aber er hat nun mal am Kreuz sein Blut vergossen für uns. Mhm. Das ist ja nun mal ein Fakt. Mhm. Deswegen bete ich ihn nicht an, wie er am Kreuz hängt. Ja, aber die Person auf dem Bild betet ihn an. Nein, die Person auf dem Bild zeigt seinen Glauben, dass durch die Kreuzigung und das Blutvergießen Jesu Christi hier Erlösung von Gott gegeben wird. Das will das Bild aussagen. Aber ein Bild kann eben auch auf verschiedene Weisen interpretiert werden und ist von daher immer wichtig, erklärt zu werden, was ich jetzt hiermit hoffentlich genügend getan habe. Bitte, Michael. Ja, wie gesagt, das war mein Ding, weswegen ich mit dem Bild halt ein bisschen unglücklich bin, weil ich halt sehe, dass es so wie ein Katholik beispielsweise jetzt die Statue oder das Kreuz anbietet. Ja, deswegen bin ich mit dem Bild. Wir können ja ein eigenes Bild machen, wenn du das kannst. Ich bin da kein Künstler, ich kann das nicht. Nein, ich sag's ja nicht, aber mir fiel's halt eben auf, dass ich irgendwas an diesem Bild sehr seltsam fand. Und das ist das, was ich daraus sehe. Das ist dann so, wie halt jemand jetzt in der Kirche steht und jetzt vom Altar steht in der Kirche und dann jetzt dieses Kreuz sieht und dann halt sagt, ja prima, dann bete ich mal eben dazu. Und das ist eben das, was wir ja nicht wollen. Dann nehmen wir eben dieses Bild. Ja. Okay. Gut. Ist mir auf jeden Fall lieber, weil ich möchte nicht, dass halt wir in irgendeiner Art und Weise da, oder ich zumindest mit irgendeiner Art und Weise da jetzt mit dieser Kirche da in einen Topf geworfen werde. Ja, auch wenn das für manche jetzt vielleicht Haarspalterei ist oder so, aber ich habe da ein besseres Gefühl bei. Ja, und ich bedanke mich halt auch für die Geduld der Leute, die jetzt 2 Stunden lang vor den Geräten gesessen haben, groß dicke Ohren bekommen haben und sagen, ich möchte jetzt auch mal was essen und trinken. Dann sage ich nur noch Prost Mahlzeit und vielen Dank und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Maranatha. Was upon him.
strong.